So, Huhu nochmal nach da draußen. Ich weiß nicht, wie ich das nachher hier geschnitten habe, aber da meine Internetverbindung heute sehr in den Boden gedrückt ist, statt 10er Upload habe ich 0,5er Upload. Daran mag es liegen, dass der Stream nicht vernünftig übertragen wird. Nehmen wir jetzt per Screen Capture auf und hoffen, dass wir das nachher dann vernünftig hochgeladen bekommen nach YouTube. Hier läuft noch ein bisschen Chat durch. Das liegt daran, dass die Leute auf dem Twitch-Kanal von mir noch aktiv sind. Lasst euch mal nicht stören, das geht noch ein bisschen die Diskussion ab. Ich lasse es mal hier eingeblendet. So, wahrscheinlich werdet ihr jetzt aber verpasst haben unsere Recap vom letzten Mal. Vielleicht schneide ich das auch aneinander. Aber falls es nicht geschehen ist, tut uns das jetzt leid. Wir starten aber jetzt in die erste Episode des Himmelsturms, das zweite Abenteuer aus der Phileasson-Saga mit dabei, falls ich die Vorstellung nicht dabei habe, natürlich Leopardin 202, der Mischka, der Enigmon und der Pölle. Und ja, ihr habt schon gesagt, die erste Aufgabe hattet ihr erfolgreich bestritten. Ihr habt den zweizähnigen Kopfschwänzler gefangen. Und habt an einem rauschenden Fest teilgenommen, was für euch gegeben wurde von dem Yeti-Stamm, dem ihr begegnet seid, dessen Anführerin eine Elfe ist, die Mutter Galandel. Und ja, besonders Valion war sehr interessiert auch an den Geschichten, die Mutter Galandel erzählt hat. Und am Ende haben beide auch nochmal Lieder gesungen. Was besonders auch wirklich für Valion auch interessant war. Also beide mit beide meine ich Volker, euer Skalde, den ihr an Bord habt. Und ja, Valion als Legendensänger natürlich immer an Liedern interessiert. Und ja, sie haben beide ein Lied gesungen über den Himmelsturm. Und die Versionen haben sich ein bisschen ja, untereinander unterschieden. Aber so der Kern der Geschichte ist schon zu erkennen gewesen für euch. Und umso interessanter ist es, dass ihr jetzt euch eure zweite Aufgabe zum Himmelsturm führen soll. Nur ist jetzt halt die große Frage, wie findet man diesen Himmelsturm überhaupt? Wo ist der denn überhaupt? Weiß irgendjemand von euch irgendwas über den Himmelsturm? Ich meine, Valion hat vielleicht ein paar Geschichten gehört über den Himmelsturm. Oder hast du auch nur das gehört, was Mutter Galandel und Volker davon sich gegeben haben? Richtig, ich weiß auch nicht mehr als Mutter Galandel von sich gegeben hat. Genau. Das ist das Es gibt große. halt Legenden eben, dass einst Elfen dort siedelten. Aber das ist selbst für elfische Verhältnisse sehr lange her. Ja, enorm lange her. Äonen, mag man schon sagen, fast. Noch bevor sich die Elfenvölker, wie sie nun auf der Erde existieren, überhaupt in ihrer jetzigen Gestalt gebildet haben, da scheinen die Elfen im hohen Norden irgendwo mal einen Turm gebaut zu haben. Und ja, das trübt so ein bisschen die Stimmung eures Kapitäns. Das gleißende Fest ist um euch immer noch im vollen Gange und ihr bringt den Yetis etwas über die menschliche und elfische Feierkunst bei. Jalte und Raluf trinken einen Met nach dem anderen und auch die Zwergin, wie hieß sie nochmal, die Zwergin, die bei euch dabei ist, ich muss gerade mal spinksen, Mira, ja, Mira, auch sie, trinkt mit Jalte und Raluf um die Wette und scheint sie auch hier und da bei dem einen oder anderen Schnaps auch und schon ist schon zwei im Voraus, ja. Also trinken kann die Frau, ja. Wenn sie eins kann, dann kann sie trinken. Und Respekt. ja, und Fianna und Valion werden sich wahrscheinlich in der Nähe von Mutter Galandel aufhalten, die viele Geschichten zu erzählen hat. Und ja, was macht denn Nasir? Ich weiß gar nicht, wo kann man den auf so einem Fest unterbringen? Ist überhaupt so ein Sinn für so Feste? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja zumindest mal ein Freigeist und ein Leichtfuß, was den Kontakt mit zumindest dem weiblichen Geschlecht angeht, was auch mit sich bringt, dass man
Ja, es gibt ein paar hübsche Torwalsche Seematrosinnen an euch in der Otayasko, ja. Ich weiß nicht, ob du so an Yeti-Frauen interessiert bist. Das wäre ja mal eine Erfahrung. Oder ob die an dir interessiert sind. Vielleicht hast du zu wenig Haare, also ich weiß nicht. Wahrscheinlich, ja. Definitiv. Und zu dunkel wahrscheinlich für Yetis. Ja, definitiv. Okay, dann wirst du wahrscheinlich auch die mit der einen oder anderen Matrosin vielleicht ein Miet zusammen trinken und noch etwas lernen über die Torwalsche Trinkgewohnheiten. Und das wahrscheinlich schon Probleme mit den Damen mitzuhalten. Erstens das, ja. Und zweitens werde ich mir bei den typischen Heldentaten-Erzählungen mir wohl für mich irgendwelche Sachen zusammenreiben müssen, weil wirkliche Heldentaten habe ich ja noch nicht vollbracht. Ja, und irgendwie in eurer Nähe, aber dann wieder doch nicht, sitzt der Kapitän irgendwie mit euch zusammen am Tisch, an diesem langen Tisch, der aufgebaut ist, und schaut ein bisschen düster drein, scheint immer weiter in Gedanken versunken, irgendwie den dritten Met lässt er schon an sich vorbeigehen, was besonders Jalte irgendwie so zwischendurch auffällt, dass der Kapitän gar nicht mittrinkt. Und er wirkt ein bisschen Gedanken verloren. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen hier. Er macht sonst noch die Ehre der Torwaler kaputt. Ich gehe mal mit meinem Horn zu ihm, sitze mich so gegenüber. Hetman, was ist los? Wir haben noch einen formidablen Sieg errungen. Ja. Prost, Jalte, Prost. Hervorragende Leistung mit dem zweizähnigen Kopfschwänzler. Hervorragend, hervorragend. Jetzt bemerkst du auch, dass er halt so ein kleines Büchlein vor sich liegen hat, wo du rein so Kritzeleien drin siehst. Sie sieht so ähnlich aus wie das dicke Buch, was Fianna hat, nur es ist, wie gesagt, nicht so ganz so dick. Fianna schreibt ja ständig auch in diese dicken Bücher rein, irgendwas rein. Lugst kurz rüber und siehst dann halt die zweite Prophezeiung, die euch halt in den Himmelsturm bringen soll oder eure Aufgabe. Und er prostet dir nochmal zu, wirkt dann aber direkt auch schon wieder irgendwie abwesend, nachdem er das Horn dann in einem Zug geleert hat. Also, ich bin jetzt nicht so klug wie du, aber wenn du mir von deinen Plänen erzählst, komme ich vielleicht auf eine Idee. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Aufgabe anfangen soll. Bis hierher war es klar, wo uns die Reise hinführt. Aber nun, niemand hat diesen Turm jemals gesehen oder geschweige denn betreten. Wir wissen nicht mal, in welche Himmelsrichtung wir reisen müssen. Dieser Turm ist von Elfen aufgestellt worden, ist das richtig? So sagt man zumindest. Ah, also, zwei Elfen haben wir hier. Sollten wir die nicht vielleicht mal um Rat fragen? Naja. Mutter Galandel hat ja schon ein paar Lieder erzählt, also gesungen, und viel weiter komme ich damit jetzt auch nicht, aber. Naja, vielleicht kann sie uns ja ein bisschen klarer sagen, was da drin berichtet ist. Vielleicht hast du recht. Und er schaut so rüber auf die andere Tischseite, irgendwie ein paar Männer weiter, Männer oder Frauen weiter, sitzt Valion neben Mutter Galandel. Worüber unterhaltet ihr euch denn, Valion? Wahrscheinlich wirst du neben ihr irgendwie Platz genommen haben, weil es irgendwie die einzige deines Stammes, deines Volkes, die hier irgendwie in der Nähe ist. Mich treibt hier immer noch das Wissen über die Alten an. Und Mutter Galandel ist ja selbst um einiges umhergezogen, bevor sie hier ankam, auch auf der Suche. Es ist selbst für dich schwer zu erfassen, wie alt sie denn jetzt wirklich ist. Also normalerweise hast du auch als Elf auch ein Gefühl dafür, wenn jemand mit dir zusammen singt oder so, wie alt er ungefähr ist. Für Menschen ist es völlig unmöglich, das Alter eines Elfen bei einem gewissen Zeitpunkt zu schätzen. Aber normalerweise haben Elfen auch ein Gefühl dafür,
wie alt der andere Elf, mit dem man zusammen singt, gerade ist. Und selbst wenn ihr zusammen euch irgendwie unterhaltet und auch zusammen singt, was ihr das ein oder andere Mal an diesem Abend bestimmt schon getan habt, fällt es dir unglaublich schwer einzuschätzen, wie alt diese Elfe nun ist. Sie könnte selber auch äonenalt sein oder noch ganz jung. Schlecht zu wissen. Ja, aber das ist unter Elfen letztendlich eigentlich recht unwichtig. Außer natürlich, dass man der Erfahrung dennoch Respekt gegenüberbringt. Genau. Und ja, so möchte ich gerne von ihr wissen, was sie denn auf ihren Reisen erlebt hat und ob sie eben mehr erfahren oder Sachen erfahren hat, die ich bisher noch nicht erfahren habe, unsere Vorfahren. Ja, sie wird dir erzählen, dass sie auch sie in den Norden gekommen ist, weil sie nach dem Himmelsturm gesucht hat. Das hat sie euch ja schon mal erzählt. Und dass ihr Auftrag aber, also ihr Ansinnen gescheitert ist. Weil sie ihre Reise nicht fortgesetzt hat, nachdem sie die Yetis getroffen hat. Und dann einen Schicksalsschlag sie dazu gebracht hat, sich des Stammes anzunehmen. Was für ein Schicksalsschlag brachte euch denn dazu? Nun, der Anführer dieses Stammes ist ums Leben gekommen bei einem Unfall und sie waren völlig held und hilflos. Und sie brauchten jemanden, der sie leitet und führt. Ja, das erwähntest du schon. Sie haben ein feines Gespür dafür, für Wesenheiten, die Kräfte besitzen, die nicht alle besitzen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Andere Völker sind nicht alle mit dem Mandra gesegnet, das wir in uns tragen und Teil von uns ist. Ja. Und es war nötig. Ich musste hier bleiben, um diesen Stamm eine Zukunft zu bieten. Und über die Jahre bin ich ein Teil von ihnen geworden. Ich will sie nicht mehr missen. Sie gehören zu meinem Lied. Ich nicke. Ja, das habe ich gemerkt. Hast du denn etwas erfahren, wie man zum Himmelsturm gelangen kann? Es ist lange her. Oder hast du deine Suche vorher aufgegeben? Es ist lange her. Ich habe lange, lange Zeit nicht mehr darüber nachgedacht, die Suche fortzusetzen. Es erschien mir nicht mehr wichtig. Aber irgendwo müsste ich noch ein paar Hinweise haben, wenn es dich interessiert und du meinen Weg fortsetzen möchtest. Ich lächel so. Es ist schön, wenn die Gedanken, die in einem selbst liegen, weitergesponnen werden von einem anderen. Das erfährt man unter Menschen normalerweise nicht. Es ist schon fast so, als würden wir wieder im Dalasandra sein. Ja, das fehlt mir. Und sie guckt so ein bisschen wehmütig in dir vor Mai, so in den Nachthimmel hinauf. Ich denke, es ist mein Schicksal, dass ich jetzt hier sitze und mit dir rede. Um diese Aufgabe, die du begonnen hast, weiterzuführen. Ich denke auch, dass es kein Zufall ist, dass ausgerechnet ein Legendensänger des Volkes der Auelfen hier nach in den fernen Norden kommt und mich besucht. Vielleicht ist es wirklich Schicksal, dass du mein Lied zu den anderen Völkern bringst. Dein Lied wird nicht in Vergessenheit geraten. Außer ich sollte fallen. Das kann man natürlich nie ausschließen. Aber sollte ich wieder zurückkehren vom Himmelsturm, werde ich dein Lied weitertragen, so dass deine Sippe auch von dir erfährt, was geschehen ist. Ja. Sie holt so einen kleinen Beutel heraus. Es ist so fast so, als hätte sie so eine Damenhandtasche, ja. Und so ein Umhängebeutel aus so einem Jackleder oder sowas gefertigt. Mhm. Und, schön mit einem Fell irgendwie, also zumindest die obere Seite mit so einem weichen Fell bezogen. Und knüpft sie jetzt auf. Und so schöne beinerne Knöpfe mit so Robbenzähnen dran und so. Also Arbeiten, wo man sich einfach Jahre für Zeit lässt.
Ja, es ist einfach wunderschön. Ich weiß nicht, ob es wirklich elfisch gehandwerkt ist, vielleicht eher so in jenischer Art, etwas schlicht, aber schön gemacht. Und holt so ein paar Tiegel irgendwie aus ihrer Tasche heraus und stellt sie so auf den Tisch. Und du siehst, dass der einige elfische Runen darauf geschnitzt sind, weil es so ein Holztiegel sind. Ja. Und dann sagt sie so, nein, 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 und wühlt weiter herum und zieht dann einen Kristall aus der Tasche. Und Der was steht relativ. auf dem, Der, ja, was steht auf den Tiegeln drauf? ja, sind Bezeichnungen für verschiedene Salben. Ja, hast du auch schon mal gehört, dass es eine bestimmte Heilsalben oder so Harze gibt, mit denen man Sachen verkleben kann und sowas, ne? Ja. Solche Sachen sind in den Tiegeln drin. Okay. Und dann holt sie einen relativ unscheinbar aussehenden Kristall aus ihrer Tasche und legt ihn auf den Tisch und sagt, hier ist er ja. Ich hatte ihn fast vergessen. Und Legt räumt den dann die Kopf Tiegel leicht wieder rein. schräg, guckt sie an. Und was hat das mit ihm auf sich? Mein Volk damals meinte, es wäre ein spezieller Kristall. Es würde sich nicht nur um einen Kristall handeln, sondern es wäre die eingefrorene Träne einer Göttin. Die Träne der Nurti. Meine Augenbrauen wandern nach oben. Nurti. Die Göttin des Lebens der Alten. Natürlich sind das nur Geschichten, weil ich sehe hier keine Träne vor mir liegen. Wer weiß, wie Wesenheiten weinen, die so anders sind als wir. Ich weiß auch nicht, ob es Wesen sind oder so wie die Alten uns erzählt haben, eher Aspekte des Lebens an sich, Nurti und Zerzal. Sind keine Personen, so wie die Götter der Menschen. Ich zuck mit den Schultern. Vielleicht kommt es auch gar nicht darauf an. In dem Augenblick stolpert dann Phileas von Mit-Jalte zu euch herüber. Jalte wollte ja was wissen. Siehst dann halt, wie die Kapitän, beiden, Jalte. wie Mutter Galante diesen etwas verbleichten und trüb aussehenden Kristall irgendwie in der Hand wiegt und ihr Valion so vors Gesicht hält. Darf ich? Und greife dann auch Sicher? nach dem Kristall. Ja, ich Ja, nehme das den gleich. Kristall, in die Hand und heb ihn so hoch. Halt ihn so gegen Lichtquelle und schaue dann einmal durch den Kristall durch. Ja, dann fällt dir schwer da durchzugucken, weil der, wie gesagt, sehr trüb ist. So ein bisschen milchig. Also man kann so gut wie gar nicht da durchgucken. Also bricht sich das Licht auch nicht sonderlich Nein. daran. Und du weißt nicht, wie dieser Kristall ein Hinweis sein könnte. Nur, dass er mit Nurti zu tun hat. Sie überlegt so etwas. Es gibt hier ein Heiligtum weit im Norden, an der obersten Spitze von Jetiland. Die Geschichten sagen, dass die Träne von dort kommt und Noti sie dort geweint hat. Dann sollten wir sie vielleicht dorthin bringen. Oder ihn, den Kristall. Ja, und die Geschichten erzählen, dass sie die Träne vergossen hat, als der Himmelsturm fiel. Vielleicht hat es etwas damit zu tun. Als sie das Wort Himmelsturm sagt, stupse ich recht unsanft den Hetman an. Mutter, Galan, das wollte ich eben schon mal fragen. Also, es ist mir auch sehr unangenehm, aber ich habe jetzt nicht die Idee, wie wir
den Himmelsturm finden können. Und jetzt, wo ihr sie ihn erwähnt habt, meint ihr, dieses Heiligtum könnte uns einen Hinweis bringen? Möglich ist es. Das ist der einzige Anhaltspunkt, ich halte. Oder? Es ist zumindest ein Anhaltspunkt. Das ist eine ziemlich weite Reise bis in den Norden. Von Yetiland, da ist noch nie jemand gewesen, den ich kenne. Allerdings, bis heute habe ich auch noch nie einen zweizähnigen Kopfschwätzler gesehen. Das wohl, das wohl. Es ist Zeit, Heldentaten zu vollbringen. Ja, aber wir können nicht alle sofort nach Norden reisen. Wer weiß, vielleicht ist Beorn ja auch schon darauf gekommen und ist auch schon unterwegs. Wir müssen ziemlich schnell aufbrechen, aber wir müssen auch den zweizähnigen Kopfschwätzler zurückbringen. Dafür habt ihr doch schon Leute eingeteilt, Kapitän. Ja. Aber vielleicht muss ich von denen noch ein paar abziehen und wir müssen die Mannschaft in zwei Teile teilen. Die einen bringen den zweizähligen Kopfschwänzer nach Hause und die anderen reisen gen Norden. Ja, halte diesen Kristall hoch. Womöglich ist das unser Fingerzeig. Das sagt ihr doch, ihr Rosenohren, womit wir den Himmelsturm finden. Das ist zumindest der einzige Strohhalm, den wir noch haben. Der Legende nach ist dies die Träne eines der Götter der Alten. Ein Tränenkristall soll man zwischen meinen Fingern. Ich dachte, ihr Elfen habt keine Götter. Oh, die Hochelfen hatten welche. Ob es nun wirklich Götter sind oder sie einfach Prinzipien angebetet haben, wie Leben und Tod, das ist unklar. Aber auf jeden Fall glaubten sie daran, dass es Götter sind. Nun, dann werden wir uns morgen früh damit befassen. Ich denke, wir werden die Besten, die sich hervorgetan haben bei der Jagd, mitnehmen in den Norden und der Rest bringt den zweizähligen Kopfschwänzel nach Süden. Ich halte, was meinst du, wen ich mitnehmen soll? Also ich würde vorschlagen, der Elf hat sich gerade sehr qualifiziert. Außerdem würde ich vorschlagen, dass wir Nasir und Fjanna mitnehmen. Und auf jeden Fall Ohmvolker. Wenn ich irgendeinen Riesen erschlage, will ich, dass der daneben steht und dann ein Lied drüber schreibt. Ja, ich würde nicht ohne Ohmvolker losziehen. Ich denke auch, Raluf und Dinu könnten gute Hilfeleistung sein. Und Krottet auch. Auf jeden Fall. Und Mirja. Und Mira. Echt? Muss die auch mit? Ja, und Hein. Hein muss auch mit. Oh, nee! Hein ist einer der besten Spurensucher, den wir haben. Ja, aber der meckert doch die ganze Zeit. Ja. Man muss über so etwas auch mal hinwegsehen können, die Alte. Gut, wenn du das sagst, Hintmann. Ja, und Shaya muss natürlich auch mitkommen. Denn sie muss kontrollieren, dass wir uns an die Regeln halten, nicht wahr? Du, dann passt das ja fast auf zwei Eissegler. Das ist ja fast perfekt. Sehr schön. Und dann stapft er irgendwie Richtung Zelte ab, während das Fest noch im vollen Gang ist. Ich werde mir ein paar Karten angucken gehen. Das hört sich an wie der Hitman, den ich kenne. Ja, er wirkt auch jetzt begeisterter, als er noch vor ein paar Minuten war. Postet dir auch nochmal zu, irgendwie, dass du ihm trinkt noch einen, sagst und ihm noch so einen Methorn anreichst und leert das wirklich wieder fast in einem Zug und trinkt noch einen für mich, ich muss arbeiten. Aber sowas von! Aber nicht zu viel, wir müssen morgen früh raus. Ich werde dem Elfen einen abgeben. Fjanna, irre ich mich oder hat er sein Sein jetzt wiedergefunden? Er wirkt auf jeden Fall
deutlich lebhafter als vorhin. Ja. Jo, ich würde mich auch mal zu der Gruppe mit dem euphorischen Torwaller dazu gesellen. Mhm. Ah, sehe schon. Mitten im Feiern, wie sich das gehört. Wahrscheinlich, ihr kriegt auch nie genug. Selbst eure Frauen, mein lieber Mann, das haut ihr fast in den Boden aus. Hast du dich mit einer Torwallerin eingelassen? Zumindest mit ihrem Metkrug. Ja. Nasir hat sich mit Anga Hjeldirs dort hier irgendwie eingelassen. Und Hjaltis kennt die junge Dame schon. Das ist eine der trinkfestesten Torwallerinnen, die er kennt. Ja, sie sagte, sie teilt das Lager nur mit welchen, die sie im Wetttrinken schlagen. Ah, mach dir keine Sorgen, Nasir. Da sind schon ganz andere dran gescheitert. Leute, die doppelt so groß und zweimal so breit waren wie du. Da bin ich ja beruhigt. Raluf klopft Nasir so ein bisschen auf den Rücken, sodass er fast, dass der letzte Met wieder hochkommt und sagt so, sei froh, dass sie nicht gesagt hat, dass du sie im Axtkampf besiegen musst, so wie bei mir. Nein, da hätte ich dann gesagt, dass ich... Sie scheint dich zu mögen, dass sie dich nur zum Wetttrinken herausgefordert hat. Da bin ich ja beruhigt. Ja, aber genug von den Heldengeschichten. Wie geht's voran? Wie machen wir morgen weiter? Der Kapitän hat gerade gesagt, dass wir morgen früh aufbrechen. Das heißt, wir haben noch keine Ahnung, wie viele Stunden zum Trinken. Wir sollen uns aber nicht hoffnungslos besaufen, Raluf. Wir müssen morgen schließlich weiterfahren. Solange ein Torwaller auf dem Boden liegen kann, ohne sich festzuhalten, ist er nicht betrunken. Ja, will ich mich wieder von Fianna bis rüberwenden. Das heißt, wir wissen, wo wir morgen hin müssen? Ja, also was ich vorhin mitbekommen habe, hat Galando gesagt, sie hat von Gerüchten gehört, dass wir in die nördlichste Spitze des Yeti-Landes ziehen müssen, um da ein altes Elfenheiligtum zu finden, von wo aus wir vielleicht dann weiterkommen. Mhm. Also so ganz genau wissen wir es nicht, aber das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, finde ich. Ja, Spitze von Yeti-Land wendet sich Mutter Galando zu Nasir herüber. An der nördlichsten Spitze von Yeti-Land. Schneit gerade nicht oder sowas. Das heißt, ich könnte meine Karte irgendwo auf dem Tisch ausbreiten zumindest hochhalten, ohne dass die, ja. Und wird dann mal mit ihr so schauen, seid ihr Elfen mit der Technik der Kartografie vertraut? Könnt ihr das lesen? Es scheint mir nicht sonderlich schwer. Und sie guckt zu Valion herüber und verzieht so eine Augenbraue. Ja, das hätte ich auch... Ich lächle verschmitzt, wie der Blick eines Vogels. Ja. Der den Rosenohren so oft verwehrt bleibt. Wie oft seid ihr, Nasir, schon wie der Vogel über die Wolken geflogen? Um ehrlich zu sein, bereits in einem Traum. Über die Wolken und über das Meer. Auf dem Rücken eines großen Adlers. Das ist eine interessante Geschichte. In der Tat, das brachte mich auch zu euch. Ihr solltet sie singen lernen. Träume enthalten oft mehr Wahrheit als die Wirklichkeit. Dann schaue ich mal so zu die alte Ferne rüber. Hoffe ich ja mal, dass der Adler mich in meinem Traum zum Himmelsturm bringt. Dann. Ich bin zuversichtlich, dass ihr das, was ich angefangen habe, zu Ende führt. Ja. Könnt ihr denn... Sie reicht dann die Träne zu Valion herüber. Pass gut auf sie auf. Das werde ich. Könnt ihr in der Karte ungefähr eingrenzen, wo ihr schon mit eurer Suche gewesen seid im Yeti-Land? Ich bin bis hier gekommen. Ah...
gut. Das heißt nicht weiter nördlich. Auch ihr hattet nie irgendwie Späher, Jagdtrupps. 1, 2, 3. Nur im Gebiet der Hirnschirm. Das geht bis wohin? Da würde ich da mal. Ja, das geht jetzt so ein paar Meilen noch nördlich, südlich, westlich und östlich weiter, aber nicht viel weiter als das, was ihr kennt. Ja. Nördlich von hier ist dann nur noch Eis? Viel Eis. Und dann tippt sie oben, dann gibt es so einen kleinen Zipfel, der halt aus der Karte herausragt ins Wasser hinein und quasi den nördlichsten Punkt von Aventurien darstellt. Das ist dann der äußerste Zipfel des Yeti-Landes. Da würde ich mich mal an Jalte wenden. Wie setzen wir unseren Weg jetzt fort? Also ich gehe mal davon aus, dass wir mit dem Eissegler fahren. Wäre das nicht sinnvoller, wenn wir dort, und da zeige ich auf das nördlichste Zipfel von Letiland hin müssen, dass wir mit dem Schiff fahren, weil... Dann oder ist das Meer voll Eis? Müsstet ihr außen rumfahren, ja, und da ist noch ein, ja, es könnte halt alles vereist sein, genau. Wir haben außerdem nur ein Schiff und irgendwer muss ja dieses Riesenvieh auch wieder nach Süden bringen. Da war es wieder das Problem, ja. Ja, so diskutiert ihr noch eine ganze Weile während dem Feste, das dann irgendwann auch ausklingt und begebt euch in eure Lagerstätten und... Halt. Ja, ja. Eine Sache noch. Ja, ich habe ja irgendwie während des Festes und des letzten Tages immer, wenn irgendwie Zeit war, noch angefangen, in einem dünneren Buch rumzuschreiben und zu kritzeln und sowas und... Es ist fertig. Jetzt habe ich die ganze Zeit, ich habe auch nicht so ganz viel von der Party und von den Unterhaltungen und so mitgekriegt, aber ich habe es jetzt fertig. Und ich gehe nochmal zu Mutter Galandel, bevor wir uns dann gleich ins Bett aufmachen, und weil wir morgen früh aufbrechen wollen und so. Mutter Galandel, ich habe es fertig gemacht. Ich wollte euch doch bei unserem Fest ein Buch mit Erzählungen schenken. Und ihr sagtet mir doch, dass ihr nicht des Lesens der Kusliker Zeichen mächtig seid und dass ihr damit leider nichts anfangen könnt. Ja. Ein paar Dinge habe ich euch ja erzählt, aber ich habe versucht, die Geschichten in Bildern auszudrücken. Oh. Und ich überreiche ihr das Buch mit, wo ich so in Bildern, ja nicht so comic-mäßig, aber so in fortlaufenden Bildern, drei Märchen erzähle. Hervorragend. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichten, die ich erzählt habe, und könnt sie mit Hilfe dieser Bilder weitererzählen. Ich werde das wie meinen Augapfel hüten. Danke, Fianna Steinhauer. Es ehrt mich, euch getroffen zu haben, Mutter Galandel. Ich hoffe, euch damit eine Freude zu machen. Ja. Hast du auf jeden Fall gemacht. Sie freut sich unglaublich darüber. Auch für dich geht dann der Abend irgendwie zu Ende. Du unterhältst dich auch noch ein bisschen mit Mutter Galandel über die Geschichten. Ich bin mir gerade jetzt bei DSA 5 gar nicht mehr sicher, welche Talente es jetzt gibt und nicht gibt. Gibt es Prophezeien als Talent? Ich glaube schon. Müsste man mit so einem Charakterbogen mal aufmachen. Also steht auf meinem nicht drauf. Allerdings bin ich jetzt auch nicht... Ich würde auch herdenken, dass es immer noch eine Gabe ist oder so. Ja, oder was ist eine Fähigkeit? Ich werde übrigens nicht schlafen. Ich muss ja nicht jeden Tag schlafen. Und mich eher weiter leiser mit Mutter Galandel unterhalten und ihr Geschichten und Legenden erzählen von meiner Sippe und meinen Reisen. Okay. Wer hat denn von euch dann den höchsten Intuitionswert? 14 hätte ich anzubieten. 15. 16. Die Alte kann da, glaube ich, nicht mithalten. 13, also ich bin eigentlich auch ganz stabil, was Intuition angeht.
Dann wird der Nasir mal wieder träumen, so wie er schon so oft geträumt hat. Na toll. Er fliegt wieder auf dem Adler über das Meer, über Land, über Ländereien hinweg, die völlig aus Eis zu bestehen scheinen, bis der Adler ihn absetzt auf einer glatten Oberfläche. Felsig fühlt es sich an, eisig fühlt es sich an, es ist kalt. Und er sitzt da auf diesem Felsen und schaust irgendwie in das unendliche Nichts hinein. Es ist dunkel. Und dann auf einmal bilden sich um dich herum helle Gestalten. Sie scheinen keine Gesichter zu haben. Sie scheinen keinen Ton von sich zu geben, seien sich völlig lautlos zu bewegen. Und wie im Zeitraffer siehst du sie um dich herumlaufen und die Oberfläche, auf der du sitzt, zu bearbeiten. Und sie scheinen aus dem Felsen, auf dem du sitzt, heraus, scheinen sie Dinge herauszuformen. Mit bloßen Händen. Du siehst keine Werkzeuge. Mhm. Und die Felsen schrauen sich auf und glätten sich wieder um dich herum. Und es entstehen langsam Statuen. 4 Stück. Die scheinbar aus dem Boden zu wachsen scheinen. Und du siehst einen großen Altarstein in der Mitte. Und du siehst prächtige Edelsteine, die auf den Statuen platziert werden. Minutenlang kannst du die gelblich glühenden Edelsteine auf dem Altar blitzen sehen und Lichtblitze scheinen über den Altar zu zucken. Und dann erscheint die Sonne am Horizont. Sie geht auf und die Lichtblitze verstärken sich. Und dann trittst du an den Rand dieses Felsplateaus, auf dem du dich befindest. Läufst der Sonne entgegen und blickst in die Richtung, in der die Blitze zucken. Und dann siehst du ein großes Schiff. Und auf dem riesigen Segel prangt ein Emblem, das die Sonne darstellt. Und die Sonne hat Flügel. Und dann siehst du vor dir eine der schönsten Elfen, die du jemals gesehen hast, die sie dir direkt ins Gesicht blickt und eine Träne vergießt. Und dann wachst du auf. Ich hab bei Praios privates Schiff gesehen. Ja. Ich muss mit dem Elfen reden. Dann stehst du auf. Der Elf hat ja nicht geschlafen. Wird dann wahrscheinlich auch sehen, genau, wie du dann aus dem Schlaf hochzuckst. Gerade noch so die Schlafmütze runterziehen, aus dem Zelt raus oder aus dem, wo auch immer wir schlafen. Nasir, ist alles in Ordnung? Entschuldigt, wenn ich euch unterbreche, Mutter Galadriel. Ich bin etwas durch den... ich habe geträumt. Und da ihr sagt, dass Träume manchmal reeller als die Wirklichkeit sein können, ich muss euch das jetzt einfach erzählen. Ich stand auf einem Plateau, wo irgendwelche Gestalten ohne wirkliche Gesichter etwas aus dem Boden mit ihren Händen formten. Es war irgendwie ein steiniges Material, also nicht Sand, den sie in der Hand hatten, sondern ich kann das nicht so wirklich so wie erklären. Ton? Es sah aus, als wenn sie den Stein selbst mit ihren Händen verändern würden. Und sie feilten nicht dran, sie schlugen nicht drauf, sie formten ihn einfach. Und unsere Vorfahren konnten so etwas. Seine große Sonne, ich dachte, es wäre ein Zeichen des Vaters, Allvaters Praios. Blitze zuckten über den Himmel. Auf einmal sah ich ein riesiges Schiff mit Sonne auf dem Segel mit 2 Flügeln. Ich hätte jetzt erst auch an ein Schiff unter Praios Segen gedacht, aber die 2 Flügel passen nicht wirklich zu Praios. Nee, sagt euch das was? Ist sein Bote nicht ein geflügeltes Wesen?
Ja, aber kein Schiff mit Flügeln. Oder das Schiff hatte keine Flügel, nur die Sonne hatte Flügel. Mit Flügeln auf dem Segel. Sein Boot ist ein geflügeltes Wesen, das ist richtig. Aber ich habe keinen Greifen gesehen. Ich flog aber wieder auf meinem Adler dorthin. Hm. Bisschen stolz geschwellte Brust. Ich und mein Adler. Ich und mein Adler. Ja. Genau. Valion, Utter, Mutter, Galadriel, sagt euch das irgendwas? Wie ich schon sagte, unsere Vorfahren vermochten, so wie es heute die des Firnvolkes noch vermögen, mit ihren Händen zu formen. Die des Firnvolkes, so erzählte man mir auf den Reisen, formen Eis mit ihren Händen. Aber unsere Vorfahren vermochten dies mit Erz zu tun und anderen Elementen. Vielleicht hast du so etwas gesehen, aber ich habe keine Ahnung, was eine geflügelte Sonne bedeuten soll. Ja, aber ich meine, ich wusste davon ja nichts. Wie kann ich denn davon träumen, es sei denn... Oh. Das war nicht nur ein Traum, oder? Nein. In dem Augenblick schreckt hinter euch Shaya aus ihrem Bettlager hoch. Und hat auch so ein bisschen Schweiß auf der Stirn und ruft dann ganz laut, während sie so auf hochschreckt, die geflügelte Sonne! Ja. Shaya? Geht es dir gut? Guten Morgen. Und reibt sich so die Augen. Guten Morgen. Ich hatte einen merkwürdigen Traum, glaube ich. Ich schaue so rüber zu Nasir. Du scheinst nicht die Einzige gewesen zu sein. Ich würde zu ihr, lege sie beruhigend die Hand auf die Schulter. Ganz ruhig, mein Kind. Na, sie ist ja da. Erzähl uns, was dich bedrückt. Ich habe von diesem Felsen und den Statuen geträumt und einem Schiff mit der geflügelten Sonne als Symbol. Da hat ja schon zwei, die davon geträumt haben. Wenn das mal kein Zeichen ist, Shaya. Träumst du auch davon, dass dies mit Händen geformt wurde? Ja, diese Gestalten waren dort und ich konnte sie nicht wirklich erkennen. Sie hatten kein wirklich fassbares Gesicht. Es wären sie nicht wirklich da oder... Nur Schemen von etwas Schatten vielleicht. Ihr habt in der Tat wirklich das Gleiche geträumt. Es sah so real aus und es... Ich glaube, das ist ein wirklicher Ort, von dem wir geträumt haben, Nasir. Er fühlte sich so wirklich an. Der Fels war ganz kalt und rau und ich kann ihn jetzt noch spüren, wenn ich daran erinnere. Galadriel, ist der Ort, zu dem wir nachher gehen, sieht da ähnlich aus? Ich war dort auch noch nicht, Valion. Ah. Ich denke, eure Götter haben euch ein Zeichen gesandt. Das könnte sein. Dann tritt Phileason ins Zelt. Morgen alle miteinander aufstehen, wir müssen los! Eure Götter haben ein Zeichen gesandt, Phileason. Was? Nasir und Shaya hatten einen gemeinsamen Traum. Oh, höchst interessant, davon müsst ihr mir erzählen, aber... Jetzt müssen wir erstmal die Eissegler fertig machen. Wenn wir losfahren, haben wir genug Zeit zum Reden. Das wohl. Ja. Und so tretet ihr aber auch so vors Zelt und seht, dass da schon einige von den Matrosen dabei sind, Schlitten fertig zu machen und die Eissegler fertig zu machen und Proviante noch verladen. Und dann fahrt ihr los
Und ihr seid relativ schnell auf dem Eis unterwegs, durch die Eissegler scheinen über das Eis hin fortzufliegen, so dazu. Ihr verabschiedet euch natürlich vorher noch von dem Rest eurer Kameraden, denn nur eine ausgewählte Anzahl von Leuten ist bei euch dabei. Wie gesagt, Raluf, Krottet, Inu, Shaya, Hein, Mirja, Angar natürlich, ja, Nasir. Und ja. Und auch ein Weidener Söldner namens Nolle ist auch noch dabei. Ich sag Hein, boah, wenn du mir auf den Sack gehst mit Meckerei, ne? Ich weiß noch nicht, was ich dann mache, aber es könnte wehtun. Wieso? Ich meckere doch gar nicht. Aha, genau. In den letzten Tagen war er recht friedlich. Er war ja auch fast die ganze Zeit besoffen. Oder nicht da. Ja, in dem Moment kannst du sehen, wie er sich von dir wegdreht und so einen kleinen Flachmann irgendwie aus dem Inneren und sich einkippt. Das kann nicht gesund sein. Ja. Ja, wie gesagt, ihr fliegt quasi auf dem Eis dahin und es wird einige Zeit dauern, bis ihr wirklich die äußersten Norden erreicht von Yetiland. Aber die Reise dorthin verläuft nach um die 2,5 Tage lang relativ ohne Zwischenfälle, die von Bedeutung wären. Ihr seht ganz viele Boronskuttentaucher, also Pinguine und auch ein paar andere Tiere des Eises und auch ein großes Feld Eisigel könnt ihr nochmal sehen, aber dank den Augen von Valion und Krottet könnt ihr sie großräumig umfahren. Und ja, dann kommt ihr tatsächlich an einen Ort, dem Nasir und dem Shaya ziemlich bekannt vorkommt, an diese äußerste Spitze, so an dieses Plateau, was über das Meer hinaus zu ragen scheint. Es gibt dann bleibt ja genügend Zeit, um dem Kapitän zu berichten, was in den Träumen war. Ja, natürlich. Und ja, ich würde auch gerne meinen Unterricht bei Fianna fortsetzen. Die wollte mir doch die Kurslicher Zeichen vermitteln. Ja, gerne. Ja, und ihr kommt, wie gesagt, zu diesem merkwürdigen Ort. Das ist, wie gesagt, ein Felsen, der sich ungefähr 30 Schritt hoch erstreckt. Und eine steinerne Treppe führt auf diesen Felsen hoch. Und merkwürdigerweise scheint es so, als ob die ganze Witterung, die hier passiert, der ganze Schnee und der Wind und das Heiligtum, dieser Ort da oben noch so völlig unberührt von den Naturgewalten geblieben zu sein scheint. Die Treppe ist relativ frei von Schnee. Hier und da sieht man ein paar einzelne Schneeflocken noch liegen und ein paar Schneehaufen. Es sieht jetzt nicht so aus, als hätte ja jemand gekehrt oder so, aber es ist halt so, als ob der Schnee es nicht wollte, sich dort niederzulegen. Und ja, und ihr kommt näher, und je näher ihr diesem Heiligtum euch nähert, desto merkwürdiger fühlt Valion in seiner Tasche, je nachdem, wo er die Träne halt verstaut hat. Wo hast du sie verstaut, Valion? Ja, in so einer, na, sag schnell, Gürteltasche. In der Gürteltasche, fühlst du eine wohlige Wärme, die davon ausgeht, von deiner Gürteltasche? Holst die Träne mal hervor, und war sie gestern oder vorgestern noch so trüb wie das erste Mal, dass du sie gesehen hast, ist sie jetzt völlig klar. Mhm. Und du kannst quasi so durch sie hindurch sehen, wenn du sie wieder gegen Licht hältst. Und ja, das Sonnenlicht spiegelt sich gleißend in dieser Träne. An dem Edelstein. Schaut mal, und ich zeige dann den Stein herum. War der nicht undurchsichtig? Das war er. Jetzt ist es nicht mehr.
Also, entweder gab es irgendein Phänomen, dass dieser Stein sich selbst klar macht, unklar macht, wie er möchte, oder es hat etwas mit dem Ort zu tun, den wir jetzt gerade gekommen sind. Ihr nähert euch auch weiter diesem Plateau mit der Treppe und seht jetzt, wo er näher kommt, dass sich zwar der Schnee dort nicht wirklich niedergelassen hat, aber ihr seht, dass doch so ganz unversehrt dieses, ja, ich nenne es mal Gebäude, doch nicht ist. Es sind einige Stufen aufgebrochen. Es sind einige so, einige Randsteine wirklich herausgebrochen und weg. Und es ziehen sich tiefe Risse durch die Treppe nach oben. Und ganz oben auf dem Hügel könnt ihr vier riesige Monumente erkennen, die sich dann gen Himmel erstrecken. Die sind bestimmt, ja, zwei oder wenn nicht sogar drei Manns hoch. Die scheinen einen Halbkreis zu bilden und in der Mitte, könnt ihr von hier unten schon erkennen, ist ein großer steinerner Altar. Hier ist sehr lange niemand mehr gewesen. Trotzdem kommt es mir vertraut vor. Ich schau mal zu Shire rüber. War das auch der Platz aus deinem Traum? Das sieht so ähnlich aus, ja, aber im Traum war es so viel schöner hier. Vielleicht haben wir von früher geträumt, wie es einmal war. Das könnte sein. Wie genau stehen denn diese Monumente aus? Sind das Statuen? Ja, oder? Jetzt, wenn du hier näher herantretest, könnt ihr von unten, das ist wie gesagt 30 Schritt hoch, ne? Könnt ihr schon sehen, dass es wohl Statuen sind, ja. Die Elfen darstellen oder Menschen. Ja, das oder kann Tiere. Man von hier unten noch nicht so ganz genau richtig erkennen. Dann vielleicht müsstet ihr vielleicht nach oben klettern. Also die Treppe hoch. Malion, hat euer Volk früher solche Monumente erstellt? Möglich. Ich springe gerade so aus dem Eissegler und stürme nach oben. Yeah! Von Neugiebermann. Boah, wenn der das schon wieder macht, ich renne ihm hinterher. Valion, Vorsicht, Vorsicht, denkt an diese Eisigel-Dinger. Die sahen auch harmlos aus. Ja, ja, wer war das denn letztes Mal mit den Eisiglern? Mit den Igeln. Ja, wer möchte nach oben? Gelernt. Also Phileasson ist auch total angetan und möchte natürlich auch schon möglichst schnell da hoch. Ralof natürlich, also muss den Kapitän beschützen. Ich stelle mir das so vor, Valion, du rennst da jetzt wirklich hin, ja? Ja. Okay, ich achte jetzt gerade auf nichts weiter, sondern stürme da wirklich hoch, den Kristall in der Hand. Ja, dann renne ich wirklich mit voller Montur, Schild und Axt natürlich noch weggepackt. Mhm. Was hinterher macht Fianna? Also. Ja, ich renne auch. Aber nicht, weil ich den aufhalten will, sondern weil ich eher da sein will, weil ich das als erstes sehen will. Ich schaue fassungslos hinterher, kratze mich am Kopf und laufe hinterher. Ja. Die Treppe ist dann doch irgendwie schwieriger zu erklimmen, als ihr dachtet. Und das ein oder andere Mal stolpern Valion, Fianna vor allen Dingen, weil die ziemlich schnell unterwegs sein wollen, über ihre eigenen Füße und über ein paar Steinchen, die dann noch so herumliegen. Aber ihr schafft es alle relativ gleichzeitig nach oben anzukommen und seht diese monumentalen Statuen, wie sie da stehen und ins Nichts des Eises herüberblicken. Einige von den Statuen scheinen euch auch zu beobachten, so könnte man denken. Die erste Statue, die ihr seht, ist eine riesige Elfe, eine Frauengestalt. Und Nasir blickt da irgendwie sehr angenehm herüber, weil das Kleid, was diese Elfe trägt, so halb durchsichtig ist und wirklich schön gestaltet ist. Ja. Und dann blickst du so herüber, so zur Jalte, so, ja, ne? guck mal da, ne, die Elfe. Und guckst dann wieder hin und siehst dann, dass es auf einmal so nach hoch oben ein sehr geschlossenes Kleid ist und auf einmal total anders aussieht und auch die Elfe die Gesichtszüge verändert hat. Und beim nächsten Mal hinsehen wird es so eine Mischung aus beidem sein. Also immer wenn ihr neu zu dieser Statue hochseht, scheint sie ihr Lebensalter im Gesicht und auch die Kleidung zu verändern. Okay, schwarzer Mann spielen.
Ja, also jedes Mal, wenn du neu hinsiehst, sieht diese Statue anders aus. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ja. Die nächste Statue... Bei Statuen, die ihr Aussehen verändern, ist das nicht normal eine Torwahl. Dieser Statue genau gegenüber steht eine Statue, die einen elfischen Körper besitzt, sehr filigran und sehr muskulös und drahtig gestaltet. Und scheint auch eine Frau darzustellen, zumindest sind weibliche Kurven zu erkennen. Aber wo bei den Elfen halt ein normaler elfischer Kopf zu sehen ist, könnt ihr hier ja den Kopf eines Luchses erkennen, der so mit Fell auch übergeht auf die Schultern, auf den Rücken. Und direkt daneben, neben dieser Statue, steht eine Statue von einem aus einem roten Fels gehauen, was die Statue sehr, sehr abhebt gegenüber den anderen Statuen. Und sie stellt einen Drachen dar. Und das, was es hier ein bisschen abhebt, ist, dass es nicht wirklich eine Gestalt ist, also kein wirklicher Drache gemeißelt ist, sondern eher so ein Felsblock ist, in den so ein Drache irgendwie eingestanzt ist. Also das hebt sich so ein bisschen ab. Ein roter Felsblock, wo ein Drachen irgendwie rausragt. Der verändert sich aber nicht, wenn man wieder hinkommt, auch oder? Die Lux-Statue auch nicht. Nur die erste Statue. Und also aus dem Felsblock ist die Statue des Drachen rausgemasselt worden oder in den Felsblock ist... In den Felsblock rein, also der soll schon da drauf sein. Ja? Okay. Und das verstehe ich jetzt nicht ganz, wie du das meinst. Es ist halt ein Felsblock aus rotem Fels. Und ja. Während die anderen Statuen halt wirkliche Statuen sind, ist das keine Statue an sich, sondern es ist halt dieser Felsblock, auf den dieser Drache eigentlich eingemeißelt ist. Verstehst du, was ich meine? Also quasi nicht nach außen, wie es bei einer Statue ist, sondern... Innen, genau. Nach innen, ja. Flacher Relief. Genau. Ja, Relief, genau. Das war also, ja, ist als Relief, genau, und nicht als Statue da, genau. Okay. Und das letzte Bild ist aus einer Art Marmor gebildet. Und ihr seht eine Elfe mit verbundenen Augen. Und sie trägt ein großes Füllhorn. Und in der anderen Hand ein Schwert. Und ja. Drei Statuen, ein Felsblock. Die letzte könnte eine Torwalsche Elfe sein. Das Trinken könnte sein, Tempel. Ja. Füllhorn und Schwert. Ja. Was? Torwalsche Elfe? Im Ernst? In jede von den Statuen sind übrigens... in jede von den Statuen ist ein Edelstein eingelassen. Verändert sich der Kristall jetzt eigentlich, da ich mit dem hier oben bin? Ja, der fängt an zu leuchten. Aber ganz schwach nur. Mhm. Und als du dann auch näher an die Statuen herantrittst, fangen auch die Kristalle, die da eingelassen sind, auch an zu pulsieren, auch irgendwie ein schwaches Licht abzugeben. Ja. Da es hier eine Träne von Nurti sein soll, schaue ich doch einmal nach, ob bei der Nurti-Statue man das quasi in eines der Augenhöhlen einsetzen könnte. Nee, nicht möglich. Dann betrachte ich erst einmal überhaupt die Statuen fasziniert. Ja. Und ja, stehe selbst mehr oder weniger, wenn hier eine Statue da aus, dass mein Kopf sich wendet und ich weiß jetzt nicht, wie genau, also du müsstest zumindest von den Darstellungen her, müsstest du zumindest drei von diesen Statuen auf jeden Fall erkennen. So aus machen wir mal eine Probe auf Sagen und Legenden. Ja, und da haben wir es, okay. Ah, der letzte war nicht ganz so gut. Das sind 5 weg. Ja,
zu 9, dann sind das 3 Qualitätsstufen, ne? Mhm. Ja, dann kannst du direkt 3 Statuen entziffern. Dann sag mir mal, welche du wissen möchtest, und dann sage ich dir, was es deiner Meinung nach ist. 3 von den 4 kannst du entziffern. Also soweit mit denen könntest du was anfangen. Ja, ja, die 3 elfischen. Ja, also die Statue, die ständig ihr Antlitz verändert, ist natürlich, soll Nurti darstellen. Mhm. Du hast ja schon vermutet eben, ja. Dass eine davon Nurti ist. Nurti, die Göttin des Lebens und der ständigen Veränderung. Deswegen, ne, gar nicht so viel. Deswegen verändert sie sich ständig und stellt verschiedene Aspekte des Lebens dar. Und die Statue mit dem Schwert und dem Füllhorn, das ist Orima, die Göttin des Schicksals, deswegen auch blind. Ja. Und die Statue mit dem Luchskopf soll wohl Zerzal darstellen. Das Prinzip der Natur und der Zerstörung. Ja. Deswegen auch genau gegenüber von Nurti. Mhm. Ich würde mir in der Zwischenzeit mal diesen Drachenstein näher angucken. Ist der genauso überdimensional groß wie die anderen Statuen? Ja, ist genauso groß, ja. Aber halt nicht als Statue, sondern... Ne, als Flachrelief, ist klar. Mhm. Ist da... Gut, das heißt, an den Kopf kommt man gar nicht dran. Irgendwelche besonderen Zeichen drin, wo man, ich sag einfach mal, Pergament drauflegen könnte und mit Kohle so eine Abpausung machen könnte. Ja. Das ist halt ziemlich groß, aber du könntest es mit ganz viel Papier abpausen. Nee, einen sehr markanten Teil zum Beispiel irgendwie. Den Kopf des Drachen oder so. Ja, da müsste erst mal da hochkommen. Ja. Ja. Gut, dann würde ich erstmal einfach so einen Grundriss von dem Ding zeichnen, wo die Statuen sind und halt die Figuren so ein bisschen beschreiben. Mhm. Fianna, ist die da eigentlich gerade? Die musste kurz AFK. Kurz AFK, okay. Weil die könnte eventuell noch was anderes erkennen bei dem Drachendingen. Müssen wir mal ein bisschen warten. Die anderen können interessant, ja dürfte auch mal Magiekunde würfeln, wenn sie das haben. Interessant dürfte ja auch die Reaktion von Mira auf den Drachen sein. Ja, genau. Die schaut sehr skeptisch gegenüber dieser Statue. Kein Wunder, dass das hier keine richtige Statue ist. Ich habe euch Elfen ja viel zugetraut. Aber nicht, dass ihr Drachen anbetet. Immerhin habt ihr den Schneid besessen, sie nicht gänzlich hier darzustellen. Fürchterlich. Ihr seid etwas verträumt, also so ganz scheine ich nicht da zu sein, sondern doch sehr überwältigt davon. Fianna, du kannst eine Magiekundeprobe machen. Die Alten gingen unter. Wer weiß, vielleicht hat das mit diesem Drachen ja auch zu tun gehabt. Ich weiß nicht, was da ist. Aber ich kann euch mehr über die anderen 3 sagen. Ja, 10 übrig. Das sind, Moment, Qualitätsstufen. 3. 4, bam. Okay, dann macht noch mal eine Sagen- und Legendenprobe um 4 erleichtert. Sagen und Legenden. Mädchen, da ist es. Um 4 erleichtert, dann habe ich 11 über. Okay. Dann erkennst du auf diesem Drachenrelief etwas wieder, was du schon in irgendwelchen Büchern mal gelesen hast über Elementarismus-Magie. Und zwar gibt es ist angeblich irgendwo Magier, die sich darauf spezialisiert haben, mit den Elementen zu zaubern oder mit Elementargeistern zu kommunizieren und so. Es soll irgendwo im Süden angeblich irgendwo so eine thalamidische Schule geben, die hat noch niemand entdeckt oder so, aber es irgendwo sollen da Magier hausen, die sich damit befasst haben. Es gibt uralte Aufzeichnungen,
dass die Elemente damals von, vor Äonen, dass die mal geeint waren. Und du hast dieses Symbol des Drachen in Verbindung damit schon mal gesehen. Dass die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erz zusammen dargestellt waren. Also nicht, du kennst ja die Symbole für die Elemente, aber in diesen, ja, diesen alten Schriften, die du mal in irgendeiner Bibliothek gelesen hast, sind die taucht in irgendwelchen Beschwörungsformeln ein Einheitssymbol auf. Und das ist der Drache. Okay. Schaut, die wechselnde Statue steht für Nurti. Heutzutage kennen wir sie als Nurdra, das Leben an sich. Und die Alten verehrten sie als Göttin. Ihr gegenüber steht Zazal, das Prinzip des Todes. Eines kann ohne das andere nicht sein. Er ist auch nicht nur Tod, sondern auch Natur. Ne? Ja. Das natürliche die Vergehen. Die beiden Prinzipien des Seins. Gäbe es das Vergehen nicht, wäre das Leben überbordend, würde alles überschwemmen. Und die dritte elfische Statue ist Orima. Die Schicksalsgöttin. Es ist seltsam, denn es gab auch eine Lichtelfe namens Orima. Ich frage mich, ob es da einen Zusammenhang gibt. Auf jeden Fall ist das Schicksal blind. Da ein Seite das Füllhorn, auf der anderen Seite das Schwert. Das Füllhorn, das Füllhorn und das Schwert zeigt halt, sie ist halt blind und kann deswegen ohne Vorurteile an ihre Kinder quasi Freud oder Leid ausschütten. Je nachdem, ob sie mit dem Schwert oder mit dem Füllhorn Gaben darbringt. Aber sie ist halt blind und weiß nicht, wem sie das gibt. Ich weiß nicht, wer diese vierte Statue darstellt, dieser Drache. Es ist kein Elf. Sehr seltsam. Ja gut, dieser Lux. Ich habe noch nie davon gehört, dass Elfen und... ja. Die sind aber auch Chimäre. könnte das der Haranga sein? Ist das nicht eine Schlange in euren Legenden? Ja. Hat Schuppen, ist groß. Muss getötet werden, meldet sich Mira. Jo. Vielleicht ist dieser Drache aber auch ja der Gegenspieler der anderen drei. Denn immerhin, es ist ja keine Statue, sondern nur ein, wie sagt ihr, ich kenne das Wort dafür nicht. Relief. Relief, ja, genau. Ja, ich habe die ganzen Infos, die der Falion da zu den Statuen genannt hat, mal aufgeschrieben. Mhm. Auf meinen Plan. Interessant ist aber, dass wer anders fehlt. Simia, der erste Hochkönig, wurde auch verehrt wie ein Gott. Aber er ist hier nicht zu sehen. Sehr seltsam. Ja, und Nasir könnte ja jetzt mal seinen Traum nochmal durchgehen, was hier anders ist als im Traum. Und hier sind keine Lichtwesen, die irgendwas aus dem Boden formen. Das ist richtig. Es gibt keine große Sonne mit Blitzen und es gibt kein Schiff, wo die Sonne mit Flügeln drauf ist. Das ist wohl alles etwas, was schon passiert ist. Was hat die Elfe mit der Träne gemacht?
Schau ich mal zu Shaya rüber. Irgendwas war doch in dem Traum mit einer Elfe und einer Träne. In der Mitte zwischen den Statuen, die halt, wie gesagt, alle auch einen Kristall besitzen, steht halt dieser dicke Altar. Mhm. Schauen wir mal da nach einer Vertiefung, wo sowas wie die Träne reinpassen würde. Ja, in der Tat gibt es dort eine Vertiefung, wo kein Edelstein drin liegt. Hey, Valion, guck mal, ja? Ich habe eine Vertiefung gefunden, da könnte dein Kristall reinpassen. Und wie ich das so sehe, es ergänzt sich zu einer Harmonie. Ja, wie gesagt, wenn ihr mit der Träne auch näher an die Statuen rangeht, dann werden die Edelsteine auch die Lichtintensität halt verändern. An einigen wird es dann ausgehen und den anderen wieder angehen und so weiter. Ich lege den Edelstein einfach in diese Mulde rein, einfach aus dem Bedürfnis heraus, diese Harmonie zu vervollständigen. Mhm. Ja, und als es kommt irgendwie Bewegung in den Untergrund, als du den Edelstein in die Mitte legst. Alle Edelsteine fangen an, sehr gleißend hell zu leuchten. Und es sieht fast so aus, als würde über euch die Sonne, die über euch am Himmelsrand steht, Strahlen aussenden. Ihr könnt quasi sehen, wie die Sonnenstrahlen auf die Statuen und auf euch niederscheinen. Es würde Praios wirklich mit seinem allergrößten Lachen auf euch herabscheinen. Und die Edelsteine, die in den Statuen scheinen, dieses Praios-Licht zu bündeln und auf die Träne abzugeben. Sodass jetzt vier Lichtstrahlen von den Statuen auf die mittlere, auf den Altar bewegen. Das ist alles sehr, sehr langsam, kommt es euch vor. Und dann gibt es ein Rumpeln und ein Rattern und ein gleißender Strahl schießt aus der Träne heraus Richtung Norden und verliert sich am Horizont. Ich guck so hinter meinem Schild, hinter dem ich mich zusammengekauert habe, her. Boah! Was ist das denn? Das ist der Hinweis, den wir brauchen. So machen die Elfen einen Wegweiser. Die klopfen kein Stück Holz in den Boden und schreiben was drauf. Ja. Die Götter der Alten weisen uns den Weg. Genau. Dafür ist das wohl hier da. Ich würde mir mal die Himmelsrichtung anschauen, wo das hin zeigt, senkrecht gegen Norden oder. Ja, es ist sehr nördlich, ja. Und Fianna kann ja auch noch mal vielleicht magisch mal versuchen, was zu analysieren, wenn sie da Lust drauf hat oder so. Das könnte ich wohl tun. Weil das ist ja nichts Normales, was hier gerade passiert. Das ist ganz und gar nicht normal. Ich muss nur eben noch zu meinem Zauberbogen scrollen. Da ein Odem, ne? Mhm. Ja. Oder anderes. Ja, das ich mache, ich glaube, das Ding ist ja, dass ich den Analyse, dass der mir ja nur wirklich hilft, wenn ich. Wenn du mal die vorhanden ist, ja. Ja, wenn ich das kenne auch, ne? Ja, du kannst auch Informationen, wenn du halt das nicht kennst. Allerdings hilft es dir eben nichts, wenn keine Magie vorhanden ist. Ja. Was soll ich denn machen? Ja, was du möchtest. Sinnvoll ist es schon, in Odem. Was erscheint denn der Fianna am eingebrachtesten? Wirklich, möchtest du analysieren, was hier vor sich geht, oder möchtest du nur wissen, ob hier überhaupt was vor sich geht? Ich sehe ja, dass was vor sich geht. Ich nehme den Analyse. Mhm. Ob das jetzt magisch ist, erkenne ich jetzt Fall dann ja auch. Ja. Ich lasse eine Melodie aus mir herausfließen,
Und ja, möchte einfach das Wirken dieses Strahls und der Kristalle sehen. Mhm. Also wirke halt auch einen Odem. Oder was auch gegangen. Oder? Gut, dann hätte ich den auch geschafft mit 7 über, das ist 3, ne? 3 Erfolgsgrade? 7 müsste 2 sein noch, ne? Oh, 2 noch. Ne, 7 sind 3. 7 sind gerade 3, ja, okay. Ja, dann kannst du etwas sehr Merkwürdiges sehen, nämlich dieser Strahl scheint sich nicht einfach nur so in irgendeine Richtung zu bewegen, sondern dieser Strahl scheint etwas zu verstärken, was schon da ist. Irgendwie, es scheint sich an etwas dran zu heften, was im Boden zu sein scheint oder aus der Erde herausquillt. Und das ist eine ganz eigen, als ob die Magie aus der Erde verstärkend heraustritt. Und du fühlst auch, während du den Zauber wirkst, an dieser Stelle, an der du stehst, fällt dir das Zaubern unglaublich leicht. Viel einfacher als sonst. Und ja, dieser Strahl folgt, also es scheint irgendwie Magie aus dem Boden herauszubrechen. Nicht in der Brust, es scheint da verdichtet zu sein im Boden. Wie auf einer Straße. Und dieser Strahl scheint die Straße zu beleuchten. Ja, ich habe nur einen Erfolgsgrad. Ja, und dann wirst du feststellen, dass dies wohl kein Lichtmagie oder sonst irgendetwas ist, keine Illusion, sondern wirklich eine Art Sichtbarmachung irgendwie. Ein Zauber, der etwas sichtbar macht, was sowieso schon da ist, aber sonst unsichtbar wäre. Das ist aber eindeutig Mandra und kein Wirken von irgendwelchen jenseitigen Wesen. Genau. Also das ist wie Magie selbst, die dahin strömt, oder was? Ja, du, stell dir vor, in dem Boden wäre eine Straße aus Magie. Ja. Eine ganz eigenartige Vorstellung, aber das ist das, was du gerade analysierst. Du würdest, du stehst auf einer Straße, die sich aus Magie formt. Und der Lichtstrahl ist die Straßenbeleuchtung. Wie Kraftlinien oder wie? Als ob da jetzt eine Kraftlinie genau fließt. Kraftlinien zu der Zeit, in der für Spiel nicht bekannt sind. Ah, okay. Das eigentlich ist es eine Kraftlinie. Ja. Ich finde, okay, das ist eine gute Beschreibung. Ja, da fehlte jetzt das OT-Wissen. Tja. Kraftlinien werden viel, viel später erforscht. Interessant. Vielleicht auch durch Fianna, die ja eine Kraftlinie quasi hier analysiert hat. Wer weiß. Sie mitgewirkt. Ja. Also es ist ein Phänomen, was du vorher noch nie gesehen hast, dass Magie sich so verdichtet. Es ist Mandra und kein Wirken irgendeines jenseitigen Wesens. Also gibt es vielleicht doch keine elfischen Götter. Das ist auf jeden Fall was ganz Magisches. Hier fließt Magie, und zwar genau in die Richtung des Lichts. Also eigentlich leuchtet das Licht den Magiestrahl aus. Reden wir, oder? Mhm. Aber genau das passiert gerade. Eine interessante Vorstellung. Ich halte so. Bahnhof, Bahnhof. Sag mal, Fianna. Hafen, ja, ist das dann genau. Ist das dann ansteckend und fangen wir dann auch an zu leuchten? Oder ist das irgendwie... Ganz fest umklammert. Ich habe ja immer noch mein Schild, hinter dem ich nur hervorgucke. Das ist nur, als ob hier eine ganz besondere Kraft ist und ganz, ganz stark an diesem Ort ist. Und ja, super, das beruhigt mich gar nicht. Ja, Jalte, schau doch nur bei Hain. Es strahlt ihm schon aus den Augen heraus. Dann schwinke ich so zu Fianna nach. Das ist voll gut. Man kann viel leichter zaubern hier. Ja. Ja, super. Fianna, schau mal, bei Hain scheint es schon aus den Augen heraus. Was? Nein! Ich schwinke ihr so zu. Was jetzt? War das der Hinweis auf Blitzdich? Nein, das mache ich jetzt nicht. Auch wenn ich Hein blöd finde. Aber das ist jetzt ein Witz im Witz.
Ja. Ich fühle mich hier stärker. Geht es dir auch, ja. Sofiana? Ja, sag ich doch. Das ist gebündelte Magie. Die fließt hier ganz stark und das macht es ganz einfach, Zauber zu frei. Es ist einfach wie ein Wesen, hier entlang zu fließen. Genau. Also Philiasson geht einen Schritt auf den Altar zu und betrachtet auch diesen Lichtschein, der sich da aus der Träne jetzt in die nördliche Richtung hin erstreckt. Und wir müssen da hinterher. Bei der wir müssen da hinterher. Ich will wissen, was hier geht. Hallo, dahin. Natürlich. Aber dieser Ort ist nichts. Ist nicht nur etwas, wo man einfach so vorbeigeht. Es ist nicht nur ein Wegweiser, Fianna. Und dann legt er sein Schwert und seinen Axtgurt ab, legt sie dann an die Seite und kniet sich vor diesem Altar nieder und sagt so, also schaut zu Valion herüber und sagt so, das sind doch die alten elfischen Götter, oder? Drei von ihnen auf jeden Fall, ja. Vielleicht, und er schaut dann Richtung Shaya und Nasir, ist, man sagt, dass die Elfen die Magie in die Welt gebracht haben, oder? Sie kommen aus dem Licht. Und das Licht soll voller Magie sein. Das soll jetzt keine Ketzerei sein oder so, aber vielleicht sind diese Götter hier einfach nur andere Aspekte von denen, die wir kennen. Welche, wie die Elfen sie verstanden haben. Und ihnen gebührt Dank, dass sie uns den Weg zeigen, oder nicht? Das ist ein gutes Argument, zumindest, dass wir den Weg zeigen. Wenn es denn Wesenheiten überhaupt sind, das glaube ich nicht. Aber es schadet sicherlich nicht, dankbar zu sein. Dann kniet er sich, wie gesagt, vor dem Altar nieder und richtet dann seine Augen hoch, blickt die Statuen jede eine kurze Zeit lang an und spricht dann ein inniges Dankgebet an wen auch immer. Und danach noch ein Gebet an den Gott Val, dass er diesen Platz beschützen möge. Und richtet sich dann auf und jetzt können wir dem Weg Pfizer folgen, denke ich. Also für es gilt diese noch etwas zu bedenken. Ja, Fianna? Ich sag nur, für diesen andächtigen Moment hat Fianna jetzt überhaupt keine Ruhe. Die rennt da rum wie so ein Kleinkind auf zu viel Süßigkeiten und guckt sich alles an und schreit, oh Gott, und das muss ich aufschreiben. Und das hier, ob ich das irgendwie abmalen kann? Aber ich will auch da gucken, wo das Licht hingeht. So, die ganze Zeit. Wie steht, so dann irgendwann, steht dann irgendwann Shire neben dir, legt dir ganz beruhigend so die Hand auf die Schulter und sagt dann, deutet dann auf Phileas und macht dann ganz kurz so, kannst gleich alles aufschreiben. Wir haben Zeit, Fianna. Gib ihm den Moment. Ich stehe da. Nachdem Philasson sich wieder erhebt, wir sollten noch etwas bedenken. Was denn? Wenn wir den Kristall hier lassen, dann wird Beorn den Fingerzeig auch finden. Nun, wenn wir ihn entfernen, fehlt uns der Wegweiser. Das ist richtig. Das ist deine Entscheidung. Du bist der Führer da, Otto. Wir können den Weg nicht ohne den Wegweiser finden. Von daher bin ich dafür, ihn hier zu lassen. Er gehört hierher. Solange das Lied immer nach Norden zeigt, müssen wir nur in dieselbe Richtung fahren. Was ist, wenn wir auf natürliche Hindernisse stoßen und drumherum müssen und dann später den Weg verlieren, ohne dass der Lichtstrahl uns weist? Das stimmt. Was ist, wenn er irgendwo abbiegt oder wir ein weiteres Heiligtum finden, wo er reflektiert wird und in eine andere Richtung gelenkt wird? Ich wollte es nur erwähnen. Und sollte Beorn es finden, dann wird er es lange nach uns finden, denn wir sind schneller.
Zum Wohl. Und dass er noch nicht hier war und es vorher uns gezeigt hat, denke ich, dass wir einen guten Vorsprung haben. Hat er denn auch eine Träne? Ich denke nicht. Vielleicht findet er den Weg auf eine andere Weise. Oder er ist hinter uns. Was natürlich vorzuziehen wäre. Zumindest scheint er nicht vor uns zu sein. Wir haben einen Vorsprung und den sollten wir halten. Los, Leute, ab in die Segler. Wir brauchen noch einen Moment und ich deute es auch so rüber zu Fianna. Man ist nicht an jedem Tag an so einem Ort. Die wuselt rum, nestelt mit ihrem Buch rum, skizziert Sachen, schreibt was auf ganz schnell und rennt von einem zum anderen und ist völlig aufgekratzt, ja. Ich zeichne halt auch ab und schreibe Sachen nieder. Allerdings nicht wie so ein Eichhörnchen, das sehr einfach auch bemüht ist. Wie das bei Ab durch die Hecke mit der Cola. Jawohl, genau so. bemüht ist, möglichst seine Eicheln zu begraben, sondern eben ruhig und bedächtig. Ja, wie ein Geweihter, der eine Eingebung seines Gottes hat und nun das eben festhalten möchte. Mhm. Aber dabei auch sehr nachdenklich. Ich sag dir auch schon, dass ich daran glaube, dass das Götter sind. Ja. Aber dennoch scheint es für mich ein sehr wichtiger Moment zu sein. Ja, für Nasir müsste es eigentlich auch so ein ziemlich heftiges Heiligtum hier sein. Zumindest wird Nandus nicht dargestellt oder so, aber es ist immerhin ein göttlicher Wegweiser anscheinend. Ne? Genau, deswegen ja auch. Und deswegen finde ich das ja auch okay, dass der Phileason hier gebetet hat, aber wenn er dann fertig ist und Befehle gibt, würde ich an ihn rantreten und so die Hand auf die Schulter legen. Phileason, ich verstehe ja eure Motivation und heiße es persönlich auch gut, dass ihr den Göttern dankt, die uns den Weg für die Reise weisen. Aber tut mir und euch einen Gefallen, betet nicht zu anderen Göttern, wenn einer von diesen Spaßbremsen von Preiosdienern dabei ist. Das könnte ungesund für euch werden. Nun, wenn ihr es ihnen nicht erzählt, erzähle ich es ihnen auch nicht. Ich rede nur von eventuell zukünftigen Möglichkeiten. Im Moment natürlich nicht. Gut, dass ich keinen Preiosdiener in meiner Otayasku aufgenommen habe, oder? Obwohl, die Sonne wird verstärkt, weist uns den Weg. Vielleicht hätte sogar ein Diener des Preios an diesem Heiligtum Gefallen gefunden. Ja, mit anderen Göttern und Magie und... Nein. Wir werden es nie erfahren, weil es ist keiner hier. Ja, das ist auch gut so. Gut. Ja, ihr könnt noch ein bisschen verweilen, aber Phileason drängt auf die Weiterfahrt. Mhm. Und ihr fahrt dann auch relativ schnell, nachdem ihr dann eure Aufzeichnung gemacht habt und Chalte sich irgendwann auch die Beine in den Bauch gestanden hat und weil noch eine Zeichnung. Ach nee. Hey, ich werde so schnell wie es geht da wieder wegkommen. Ist die ganze Zeit Magie am Werk. Das halt meine Nerven nicht aus. Und ihr fahrt wieder weiter und dann ereignet sich etwas gegen Abend, was relativ unvorbereitet euch trifft. Denn als die Sonne hinter dem Horizont versinkt, erlischt das Licht, was euch den Weg weist. Hm. Beorn hat den Wegweiser gefunden. Oder es scheint einfach kein Licht mehr in die Kristalle. Die Sonne ist noch nicht am Himmel. Wie soll sie dann in die Kristalle scheinen? Das Sternen- und Mondlicht wird wohl nicht ausreichen? Ich denke. Wir werden das am nächsten Morgen ja sehen. In der Dunkelheit ist es doch eh viel zu gefährlich zu fahren. Seht ihr, Nasir? Man könnte wieder mit den Preiosdienern etwas... Das Mardamal, was für Magie steht, beleuchtet den Weg nicht, wie der Götterfürst selbst. Ja.
Gut, das wäre kein Preis, den er da hat. Der würde jetzt die ganze Nacht erzählen, wie toll sein Gott ist. Wollt ihr anzweifeln, dass Traios der Beste der Götter ist, der Götterfürst schlechthin? Fragt sich dann ja, Shaya. Ist der Götterfürst, ganz genau. Aber ich denke, es ist nicht im Sinne der Götter mit Superlativen wie dem Besten oder dem Stärksten oder dem Wichtigsten zu reden. Jeder Gott hat seinen Platz. Shaya blickt dich dann mit großen Augen an und meint so, die Götter sind wegen eine Familie. Genau wie diese Pfiffsgemeinschaft, nicht wahr? Und jede Familie hat ein Familienoberhaupt. Traios ist der Vater. Ist der Vater, er ist der Erste. Und wir sind seine Kinder. Wir sind die Kinder der Zwölfe. Und den Kindern steht es gut an, aufzublicken zu ihrem Vater und zu sagen, du bist der beste Papa. Hm. Oder nicht? Du bringst einen interessanten Gedanken hervor, Shaya. Vielleicht sind einfach die elfischen Götter einfach nur die Ersten gewesen. Die Ersten was? Die ersten Elfen, also jene, die nicht mehr im Licht waren. Und dass sie darauf verehrt wurden. Hab ich das gesagt und sie blickt so zu Synasir rüber? Naja, ja, ganz genau. Du sprachst von einer Familie und dass der Älteste der Familie vorsteht. Willst du damit sagen, ihr Elfen wart mal Drachen? Nein, das meinte ich nicht. Komische Chimären mit Luchsköpfen? Eure Götter werden doch zum Teil auch mit Tierhäuptern dargestellt. Nun, weil sie jede Form annehmen können, die sie wollen. Siehst du? Nimm dir den Gott, und wir Elfen können auch die Gestalt unseres... Er kommt oft als Vogel daher. Wir Elfen vermögen die Gestalt unseres Seelentieres anzunehmen. Interessant. Das heißt, ihr könnt euch selber verzaubern? Ja, nicht nur andere. Wie haltet ihr das aus? Hein stupst die Alte so in die Seite. Siehst du, ich hab's dir gesagt. Die Vorstellung, verzaubert zu sein. Er wird uns ja in den Kröten verwandeln. Nein. Oder ein Drachen. Und mein Seelentier ist auch keine Kröte. Ich kann auch selbst kein Kröte werden. Ich wäre ein, wie sagt man das noch gleich in Gariti? Ein Specht, ja. Ein Specht? Ja. Ein Specht? Ein neugieriger Vogel. Ich würde jetzt eher sagen, laut und nervig. So wie ihr. Nein, mein Seelentier ist der Wal, wenn überhaupt. Ich grinse zum Nasir herüber. Genauso grazil und... Naja, lassen wir das. Ja. Ist ja, so. Es jetzt so dunkel, dass wir anhalten müssen? Ihr könntet auch weiterfahren. Die Frage ist, was wir machen. Wollt ihr machen? Wollt ihr weiterfahren während der Dunkelheit? Oder wollt ihr anhalten und rasten? Captain Phileason, wenn ihr das Schiff lenken könnt, kann ich euch den Weg weisen in der Dunkelheit. Das könnt ihr? Ich weiß, wo der Strahl hinzeigt, genau. In welche Himmelsrichtung. Und genau die kann ich euch lenken. Und da wir nicht wissen, ob der Strahl von Beorn unterbrochen wurde, aber ob es an der Dunkelheit liegt, sollten wir vielleicht noch etwas Distanz zwischen uns und den womöglichen Verfolger bringen. Zum einen das und zum anderen, wie weit hat man Sicht? Pi mal Daumen. Es wird schon ziemlich dunkel hier draußen. Es gibt ja keinerlei... Nee, wenn es hell ist. Wenn es hell ist, ja, kann man schon eine ganze Ecke sehen. Es ist auch gerade ziemlich klar und wenig Schneegestöber da und so. Genau so gerade, oder? Ist ziemlich glatt, oder? Ja, ist noch ziemlich glatt. Also glatt im Sinne von... Ja. Glatt, genau. Also von die üblichen 16 Kilometer der Erdkrümmung. Mhm. Dann könnten wir heute Nacht bis zu 32 Kilometern reisen, wenn der Strahl wirklich nur bei Sonnenlicht aufginge und wir, wie ihr bereits sagtet, eher durch einen Kristall umgeleitet würde,
könnten wir ihn dann genau noch auf dem halben Wege sehen. Dann müssten wir allerdings dann zurückreisen. Oder wir gehen auf Nummer sicher. Was ist eine Erdkrümmung? Die Welt nicht eine Scheibe? Natürlich, natürlich. Deswegen dürfen wir auch nicht weiter als bis zum Rand der Karte, weil ab dort fallen wir herunter. Siehst du denn überhaupt genügend, Nasir? Also ich habe ja keine Probleme, bei dem Sternlicht zu sehen, aber ihr Menschen doch üblicherweise schon. Das war die Frage. Wenn ihr jemand habt, der das Boot lenken kann, kann ich die Richtung angeben. Ich kann sagen, 2-Backbord, 2-Steuerbord. Aber ich kann es nicht lenken. Ich habe das Gefühl, ich kann lenken und sehen. Das Lenken. Ja, aber wir haben 2 Boote. Das Lenken übernehme ich. Dann meldet sich hier Anga. Wer? Anga, die Torwartin, mit der Nasir angebandelt hat. Ah, okay. Also ich könnte ein Boot lenken. Dann haben wir 2 Steuermänner. Gut. Gut, dann fahrt ihr durch. Oder einige von euch können sich ja auch dann hinlegen und ein bisschen ruhen, während die anderen halt noch wach bleiben müssen, um zu steuern. Auf jeden Fall macht ihr gut, Wegstrecke gut. Und ja, irgendwann erreicht ihr die Stelle, an der die Sonne wieder aufgeht und der Lichtstrahl wieder erscheint. Und tatsächlich scheint Beorn nicht hinter euch aufgetaucht zu sein und die Träne entfernt zu haben, sondern es scheint sich tatsächlich darum zu handeln, dass die Sonne den Lichtstrahl mit Energie speist oder so etwas ähnliches. Und war bisher der Weg relativ gerade und eben, erreicht ihr nach ein paar Stunden Fahrt am nächsten Morgen, und Phileas dann besteht darauf, dass man durchfährt und sich abwechselnd beim Steuern, das heißt auch Valion hat jetzt ein bisschen Ruhe nötig, wenn er denn möchte, und Nasir natürlich auch. Genau, da kann ich ja schlafen in der Zeit. Genau. Die Nacht über geruht hat. Und was haben wir denn für Tag-Nacht-Zyklen in Stunden? Länger Tag, länger Nacht? Es ist jetzt ziemlich weit nördlich, ne? Ja, es ist länger Tag. Und wir haben ja auch Winter. Ja. Und jawohl, hier steht es gerade, 18 Stunden pausieren müsste man. Also ist dann wahrscheinlich doch eher mehr Nacht als Tag. Alles klar. Mal 18 Stunden Schicht machen, der Rest schlafen. Ja. Sind wir noch 6, reicht. Aber gut, ihr pausiert ja nicht. Von daher, ihr fahrt weiter. Und kommt dann aber irgendwann an einen Punkt, ungefähr nach 2 Tagen weiterer Reise, ist, dass die endlose weiße Ebene, die er da durchquert, auf einmal unterbrochen wird durch einen Hügel. Und dieser Hügel sieht aus, als wäre er nicht natürlich entstanden, weil alles um euch herum ist quasi gerade und eben und eisig. Und dieser Hügel prangt quasi wie so ein dicker Berg, den irgendjemand dahin gebaut hat, mitten auf dem Eis empor. Geht der Lichtstrahl in den Hügel, über den Hügel? Wird er da umgelenkt? Der geht über den Hügel hin fort. Und als ihr näher kommt und euch dem Hügel nähert mit euren Eissegern, seht ihr, dass dieser flache Hügel von einem Kranz aus eisgehauener Blöcke umgeben ist. Also eindeutig künstlich hier angelegt wurde. Wir sollten langsamer werden, nicht, dass wir in irgendetwas reinfahren. Ja. Hier ist es wieder auffällig, wie wenig Schnee hier auf dem Hügel zu liegen scheint. Mhm. Aber was meint ihr? Sollen wir uns den Hügel anschauen? Vielleicht finden wir etwas, einen weiteren Hinweis. Ich bin für angucken. Ich auch.
meldet sich um Volker. Also, ja, also wenn ein hier Abenteuer schon mal könnte was auf uns warten. Jawollo. Wenn hier schon mal in der Umgebung was anders ist als das ewig platte, endlose Weite, Schnee und Eis und so, dann lohnt sich das. Vor allen Dingen sieht das sehr künstlich angelegt aus. Also, Es wird auch was den hat Augen das wohl gut für tun, einmal etwas. Ja. Und es wird den Augen sicherlich gut tun, einmal etwas anderes zu sehen. Ja, dann fahrt ihr an den Hügel heran und umkreist ihn ein bisschen mit den Eisseglern, haltet dann an und entdeckt auch eine Spalte, die sich in dem Hügel befindet. Fast schon so aussieht, wie eine Art Schacht in den Boden führt. Ist das ein Bergwerk? Für mich macht es eher den Eindruck, es Ähnlichkeit eines Grabhügels, mein Shire. Das wollte ich auch gerade sagen. Schauen wir uns die alte rüber. Aus deiner Erzählung heraus, Shire, macht dein Volk doch für eure Anführer bisweilen solche Hügel, wenn sie nicht aufs Meer schicken, oder? Es ist durchaus in einigen Ecken Aventuriens üblich, ja. Nee, es wird ja wohl kaum ein zwergisches Bauwerk sein. Nein, dafür ist es viel zu unfilligran. Viel zu wenig Stein. Meldet sich Mira. Vielleicht waren es ja Eiszwerge. So etwas gibt es nicht. Es gibt ja auch Firnelfen. Ja, aber keine Eiszwerge. Wir Elfen bestatten unsere Toten nicht. Im Gegensatz zu diesen Lümmelelfen halten wir Zwerge es ganz genau mit unserer Geschichtsschreibung. Wenn es Eiszwerge gäbe, wüssten wir davon. Wir Elfen bestatten unsere Toten nicht. Wir legen sie aus, meistens auf hohe Stellen. Hier gibt es natürlich keine hohen Stellen, aber so, dass sie wieder in den Kreislauf der Natur zurückkehren können. Dann ist es vielleicht doch kein Grabmal, sondern doch ein Bergwerk. Und wenn es da unten Gold gibt, dann bin ich die Erste, die es findet und läuft vor. Aber wenn es hier ein Bergwerk gäbe, wo nach Gold gesucht wird, dann müssten ja doch Zwerge am Werk gewesen sein. Oder glaubt ihr, die Yetis haben noch Gold gesucht? Sie ist bereits weggelaufen, Nasir. Schon voran, durch den Schnee. Ich klopfe Nasir so auf die Schulter. Lass uns einfach hinterhergehen. Ja. Nicht, dass die Zwerge noch was Dummes machen. Ja. Wer weiß, wie stabil so ein Bergwerk noch ist. Ja. Ja, wenn sich Fianna wieder mit etwas Magie umschauen mag, können sie vielleicht etwas entdecken. Jawohl, geschafft. Analyse oder Arcanum? Nö, ruhig Analyse. Das wäre dann, weil ich das ohne alles drunter habe, habe ich dann 7 übrig. Es ist wieder 3. Ja. Du hast dich die letzten Tage ja mit Valion unterhalten. Vor allen Dingen hat dich interessiert, was er da erzählt hat darüber, dass die Firnelfen wohl Eis formen können. Und du hast irgendwann mal auch gelesen von einem gildenmagischen Ritualszauber, der so etwas Ähnliches kann. Und du findest hier in diesem Hügel die Überreste von einem arkanen Konstrukt, das, wenn du es... Du kennst diesen Zauber nicht, aber es könnte das, dazu benutzt worden sein, halt wirklich aus dem Eis heraus dieses Gebilde zu schaffen. Deswegen diese Reste von Magie, die hier vorherrschen und die auch verstärkt werden durch diese magische Straße, auf der es errichtet ist, sind sehr präsent. Also wieder Elementarmagie, ja? Ja, definitiv. Mit Eis. Die Zauberformel, die du irgendwann mal gelesen hast, hieß wohl Metamorpho. Metamorpho,
irgendwo mal gelesen, noch nicht wirklich angewandt oder gesehen oder so. Nee. In irgendwelchen Abhandlungen hast du davon mal gelesen, dass es das irgendwo mal gibt. Scheint ein firnelfischer Zauber zu sein. Mhm. Wobei in der Magietheorie, die du da damals gelesen hast, sah der leicht anders aus. Hier ist er viel filigraner und viel, viel stärker als und das Geflecht der magischen Linien ist wesentlich stärker, als er in diesem in der Magiekunde, die du gelesen hast, da abgebildet war. Oben, hast du eigentlich von noch anderen Völkern gehört, die im ewigen Eis leben? Nun, ich kenne die Nivesen, die ziemlich weit im Norden sich ansiedeln können. Da schaut so grottet darüber. Aber so richtig weit im Norden? Nein. Wer will denn hier leben? Ich wundert das überhaupt, dass irgendwelche Elfen hier leben wollten. Das ist doch nichts. Vielleicht gibt es ja noch weiter dort, wo der Himmelsturm ist, ein ähnliches Tal wie jenes, wo wir die Kopfschwänzler fanden. Das könnte natürlich sein. Aber wozu denn dieses Gebilde hier? Das weiß ich nicht. Lass uns vielleicht ein Rastplatz auf dem Weg zum Himmelsturm? Boah, dieses ewige Diskutieren, da mache ich irgendwie gerade ein bisschen fertig. Das kriegen wir doch nur raus, wenn wir da reingehen. Genau! Sonst diskutierst du doch auch gerne. Fiana. Ja, ich bin wir mit, beiden mit machen Mira das. Lass die Männer mal quatschen. Ja, lass die quatschen. Komm, Mira, wir finden das jetzt raus. Das ist mir zu blöd hier. Ja, und ihr stapft ein bisschen weiter in diesen Schacht hinein. Der ist relativ groß, man kann sich gut bewegen. Und ihr kommt ziemlich schnell an eine Art Tor, was irgendwie aus Eis geformt ist. Das Merkwürdige allerdings ist, dass dieses Tor geborsten ist und nach innen hin zerstört wurde. Also da hat sich jemand gewaltsam Zugriff verschafft. Genau. Ihr wolltet wohl was Großes rein. Mhm. Jo. Man erkennt noch die Überreste von stumpfen ob es Waffen sind oder so, die dagegen geschlagen haben. Man sieht das noch an den Überresten des Tores. Dieses Eistor wurde zerschlagen mit irgendwelchen stumpfen Gegenständen. Und da liegen noch Teile von diesen stumpfen Gegenständen rum? Nee, nur Teile des Tors. Aber du siehst halt die Überreste von den die Einschlagkerben und so, ne? Ist das ein komplettes Eistor, auch mit dieser mit dieser magischen Form hergestellt, vermutet? Oder? Ja. Ja, okay, also keine Scharniere, nix. Nein. Wenn, dann sieht das frisch aus? Nicht wirklich. Okay. Sieht so aus, ob das schon ziemlich lange her ist. Ja, mehr erkennst du ja bei Eis dann eh nicht. Hm. Nur ob das halt frisch ist oder ob das halt schon länger ist. Was du sehen kannst, weil du und Fiana vielleicht inzwischen auch, wenn sie ein bisschen was von Valion auch gelernt habt, ihr wolltet euch ja gegenseitig auch ein bisschen was beibringen. Ja, wir haben uns ja gegenseitig ein bisschen was beigebracht. Ne? Könnt ich ihr... Es ist nicht Istira, aber es sind auf den Eisblöcken, also diesen Torblöcken, Symbole, also alte elfische Symbole, die so ein bisschen Ähnlichkeit mit den Istira-Runen haben. Ich beherrsche das Astaria. Ja, dann kannst du es vielleicht sogar... Also die Schrift ist ja die gleiche, nur die Sprache ist eben eine andere. Ja, dann kannst du es ja näher untersuchen, dass diese Torteile und findest... Ja. Moment. Findest... die Symbole von Nurti, Zerzal, Orima und ein Drachensymbol. Was dir ja immer noch nichts sagt. Schau mal, Fiana. Ja. Diese Symbole hier, sie stehen für Nurti, Zarzal und Orima. Und das ist hier wieder der Drache. Ja, und dann kommt noch ein weiteres Zeichen hinzu, was allerdings vorher wohl nicht da gewesen ist an dieser Stelle. Das nachträglich eingeritzt wurde. Und das ist ein Sonnensymbol mit Flügeln. Davon hatten doch
Nazir und Shire erzählt. Was? Wo? Ja, schau einmal hier, die geflügelte Sonne. Genau. Sie ist das neben den vier Symbolen des, des Altars, des Tempels abgebildet. Da ist der Drache und diese drei Symbole stehen für Noti, Psarzal und Orima. Das ist genau das Symbol, was auf dem Segel des Schiffes in meinem Traum zu sehen war. Und es ist nachträglich angebracht worden. Ich mal die für mich so die Symbole für Noti, Psarzal, Orima und das Drachensymbol und auch die geflügelte Sonne in mein Buch, damit ich die wiedererkenne, damit ich mir das einprägen kann und schreibe dann, pinsel das ab und schreibe daneben Noti und so. Ich vermute, dass entweder diejenigen, die diese geflügelte Sonne benutzen, diejenigen sind, die hier eingedrungen sind, oder es sind Leute, die im Nachhinein das als Warnung oder ähnliches angebracht haben. Mehr kann man wahrscheinlich nur, wenn wir eindringen. Ja. Ja? Naja, es ist hier in eine Reihe von Göttern hinzugefügt. Was habt ihr denn da jetzt diskutiert? Was das für eine geflügelte Sonne? Irgendwas mit Praios? Und dann doch nicht? Was ist, wenn es noch einen Gott gibt, über den heute keiner mehr was weiß? Du meinst und so wie der Drache? Ja, kann auch sein. Hm. Und dessen Symbol könnte doch die geflügelte Sonne sein. Möglich. Aber der scheint neuer zu sein als die anderen alten Götter, weil der Drache ist ja schon dabei und das ist nachträglich da reingeritzt. Das stimmt. Ich wiederhole mich, das kriegen wir nur raus, wenn wir da reingehen. holen wir lieber Mira ein. Ja, und die kommt dann nach einigen Metern in einen Raum hinein, der sich jetzt bestimmt auch schon ein paar Meter unterhalb der Oberfläche zu befinden scheint. Und was hier sehr auffällt, ist ein Altar in der Mitte, auf dem eine Art Buch zu liegen scheint. Und vier Säulen, die sich von der Decke herunter irgendwie erstrecken, die aussehen, als wäre hier Wasser gefroren, was von der Decke aus runtergefallen ist. Also so ein bisschen wie Wasser, wie so ein Wasserfall, der eingefroren ist. Mhm. Relativ unregelmäßig im ganzen Raum verteilt, diese vier Säulen. Also sie nutzen auch keine stützenden Funktionen oder so. Und die ganzen Wände sind bemalt. Es sind Eiswände oder Fels? Ja, alles aus Eis. Okay. Es ist ein Buch da, es übt magische Anziehung auf mich aus. Das Problem mit dem Buch und dem Altar ist, dass eine dieser Eissäulen diesen Altar umfasst. Nein! Quasi ist dieser Komplex von dem Eis eingeschlossen. Kann man da durchgucken? Mhm. Ich laufe da so hin und wisch da so dran rum und will da irgendwie wie so ein Fenster durch das Eis. Wenn das klar genug ist, kann man ja trotzdem vielleicht was erkennen. Ja, ist allerdings so trüb teilweise innen drin, dass man von dem Geschriebenen nichts mehr erkennen kann. Kann man denn zumindest erkennen, was für eine Abschrift das ist? Ja, du kannst aber erkennen, dass dieses Buch, was da gelegen hat, anscheinend irgendwie bearbeitet geworden ist. Zumindest sieht es nicht intakt aus. Es ist ein bisschen verkohlt, sieht es aus. Schwarz. Also entweder ist der Einbund und die Papierseiten sehr auf einem schwarzen Material, worauf man aber relativ schlecht schreiben kann, oder es ist halt jemand angezündet. Und dann im Nachhinein quasi so bewahrt worden im Eis. Genau, weil da oben halt das Eis herunterkam oder so. Kann man anhand... Weil die Eissäule es eingeschlossen hat dann. Ja. Kann man anhand der Form der Buchstaben in etwa erkennen, was für eine Art Schrift das ist? Du kannst gar keine Schrift erkennen in dem Buch. Ach so, man erkennt quasi nur noch Umrisse auf den Seiten. Du erkennst, dass das ein Buch sein soll, aber es ist halt Ach so. Schwarz, verkohlt. Okay.
Darauf werden wir wohl nichts mehr erfahren, Fiana, und legt ihr so tröstend die Hand auf die Schulter. Aber die Wände sind voll mit Bildern. Wir finden hier richtig was raus. Ja, ihr kennt mehrere merkwürdige Fische und Boote, könnt ihr erkennen, die abgebildet sind. Ja, es scheint so eine relativ filigran gezeichnete Geschichte von einer Jagd nach Fischen zu sein. Ist diese geflügelte Sonne denn dabei zu sehen? Nein. Das läuft echt interessant. Hier ist diese Sonne nicht zu sehen. Nasir hatte doch in seinem Traum errichtet, dass ein Schiff mit dieser Sonne ankam. Das heißt wohl, dass dieses Bauwerk ist auf jeden Fall errichtet worden, bevor man wohl diese Sonne verehrte. Viele von, ja, und viele irgendwer von den, ist hier ja auch eingebrochen. Viele von diesen Wandgemälden sind auch, kann man sehen, teilweise auch behauen. Also, dass Stücke rausgebrochen sind. Und in anderen Teilen ist auch wieder so eine Säule halt heruntergekommen und hat es eingeschlossen. Sodass sehr, sehr viel von den Bildern einfach nicht mehr erkennbar ist. Ja. Immer da, wo es quasi beschädigt wurde, ist dann Eis drüber? Ja, teilweise nein. Sieht das aus wie eine mechanische Zerstörung? Also, dass jemand die Bilder kaputt geschlagen hat? Ja, würdest du sagen, dass es jemand absichtlich kaputt gemacht hat. Manchmal sieht es auch so aus, als hätte jemand irgendwie die richtig so geritzt, die Wand. So, dass teilweise irgendwie bei einem Boot irgendwie die Symbole auf dem Segel fehlen oder so. Wer auch immer hier eingedrungen ist, wollte wohl nicht, dass diese Geschichte, die hier auf den Bildern erzählt wird, weiter bekannt wird. Moment. Es waren doch göttliche Symbole, die auch auf der Tür waren, die zerstört wurde. Und das könnten ja auch göttliche Symbole auf diesen Bildern gewesen sein. Möglich. Also wir sind ja auf jeden Fall Szene einer Jagd. Ja. Was ist das? Würdest du jetzt vermuten von den Resten, die du noch erkennen kannst. Was ist, wenn die Sonne mit den Flügeln, die ja später angebracht wurde, auch ein göttliches Symbol ist? Vielleicht eines ravalisierenden Gottes? Ja, das vermuten Fiana und ich draußen auch schon. Und es gibt übrigens noch einen Durchgang, der weiter hinunterführt. Vielleicht erfahren wir drin mehr. Also ein Bergwerk ist es wohl nicht, Mira. Nee. Also du meinst, als ob die Anhänger von dem Gott mit der geflügelten Sonne hierher gekommen sind und hier alles kaputt gehauen haben und dann vorne an der Tür so ein "Wir waren hier" Zeichen hinterlassen haben, oder wie? Genau. Vielleicht ja auch schon, als sie eindrangen. Wie sagt man das? Eine magische Rune. Nein. Kommt doch mal hier aus dem Gang kommt Licht. Licht? Ja, guck doch mal da runter. Was da wohl ist? Mira, komm, auf geht's. Ich trete da auch hinzu. Und lasse meinen Gedanken einfach fallen. Ich kann ist bestimmt das Gold, das glänzt. Das könnte oder sein. Oder noch so ein Funkelkristall. Ja. Ey, geht noch ein bisschen. Unsere Herrin schmiert gerade voll ab, ne? Wenn ich die Gesichter. Weitere zwei Schritt ungefähr unter die Erdoberfläche begeben. Und kommt in eine Kammer, also zumindest an den Rand einer Kammer, und könnt erkennen, dass dieser Raum dort mit Licht durchflutet ist. Und zwar hängt an der Decke eine Lichtkugel, die ist ja quasi irgendwie aufgehängt und leuchtet halt ziemlich in einem wohligen Licht und beleuchtet den ganzen Raum. Die ganze restliche Kuppel, unter der diese Lichtkugel hängt, ist bemalt mit
Sternbildern, die ihr auch aus der Nacht schon kennt. Irgendwie sind die Sternbilder, die man am Nachthimmel sehen kann, abgebildet. In dem Raum selber könnt ihr erkennen, dass vier Altarsteine dort stehen, an vier Wänden. Es geht ein weiterer Durchgang weiter runter in ein weiteres Gemäuer. Und was aber am verstörendsten ist an diesem Raum, ist, dass in der Tür zu dem Raum eine Leiche liegt. Und zwar ein Elf, der von mehreren Eisblöcken, also nicht von Eisblöcken, sondern Eiszapfen durchbohrt ist. Und weiter steht noch ein Elf in der Mitte der Kammer, der scheinbar euch zugewandt steht und quasi einen Streitkolben in der Hand hat, zum Schlag erhoben, aber irgendwie in der Bewegung erstarrt ist. Und ein anderer Elf steht mit angstverzerrtem Gesicht, etwa 3 Schritte von der Tür entfernt und ist quasi in der Bewegung, in einer laufenden Bewegung irgendwie erstarrt. Ich schrecke zurück, denn bei uns ist es ja üblich, dass man seine Toten halt auslegt und nicht, dass sie noch, ja, Tote rumliegen, nachdem sie länger tot sind. Ach, wo ist der Unterschied, wo ist der Unterschied zwischen die Toten auslegen irgendwo schön hin und die Toten liegen rum? Naja, das schön hin, ne? Das schön hin, ne? Genau, ich wollte das nur nochmal klarstellen. Wir reden hier von Elfen. Also. Mira, Vorsicht! Die Elfen tragen übrigens weiße Roben und auf der Brust prangt wie einem Preios-Geweihten eine Sonne, allerdings hat die 2 Flügel immer an der Seite. Was halt nicht von einem Preios-Geweihten spricht. Ansonsten hat es sehr viel Ähnlichkeit mit dem Gewand eines Preios-Geweihten, was Nasir und Shaya natürlich auffällt. Sie wurden durchbohrt. Also sind wir wieder bei der Theorie, dass sie hier nachträglich eingedrungen sind und was auch immer den Tempel erbaut hat, hat dafür gesorgt, dass er geschützt wird, zumindest tiefer. Und ich würde einfach mal der Elf, der am Eingang liegt, der diese Eiszapfen im Körper stecken hat, wird dann halt mal wahrscheinlich stecken die irgendwie schräg im Körper oder stecken die senkrecht drin. Das heißt so den allen Kopf möglichen an Seiten. An so einem Eiskapfen mal lang gucken, ob ich irgendwo einen Abschussmechanismus sehe oder mach mal eine Stolperdraht. Um einen erschwert. Sinnenschärfenprobe. Liegen hier auch so kleinere Eisbrocken auf dem Boden rum? Nein. Noch im Gang? Komm schon. Okay. Ja. Von weitem könnt ihr übrigens an den Altären auch wieder die Abbilder von Nurti, Zerzal und Orima erkennen und die Gestalt eines goldenen Drachen auf dem 4. Altar. Jalte, könnte ich einmal deinen Wetzstein haben? Mein Wetzstein? Ja, oder wirf ihn selbst einmal in den Raum. Bevor wir dort rein gehen, sollten wir sicher sein, dass keine Falle mehr dort ist. Ja, sie hat 4 auch durchbohrt werden. Erfolgsstufen, oder was wolltest du mit der Qualitätsstufen, Qualitätsstufen, ja. Okay, dann erkennst du, dass in den Wänden quasi kleine Eiskristalle eingelassen sind. Überall an den Wänden siehst du die. Und wenn du jetzt genauer hinguckst, kannst du sehen, dass die ganze Kammer von einem Gespinst von Lichtfäden durchzogen ist. Also diese Lichtquelle oben an der Decke, diese Kugel, erleuchtet die Kammer. Und das Licht wird quasi reflektiert von diesen kleinen Kristallen in den Wänden und quasi zwischen diesen Kristallen ziehen sich so kleine Lichtfäden, die man kaum wahrnehmen kann. Kann ich einen dieser Eiszapfen aus der Leiche rausreißen? Klar. Würde ich dann mal so trudelnd, überschlagend durch den Raum werfen, dass der diese Lichtfäden durchschneidet sozusagen. Dann werden sich kleine Eisgeschosse aus den Wänden lösen und quer durch den Raum fliegen. Ich sagte doch, der Tempel wehrt sich. Ja, wie gut wir das vorher getestet haben. Kann man da jetzt wohl durchgehen oder kommen da noch welche nach?
Es ich denke, es werden wohl noch welche nachkommen. Da ist doch wahrscheinlich noch ein zweiter Eiszapfen in der Leiche, oder? Ja, da sind noch ganz viele drin, ja. Ja, dann wiederhole ich das Experiment einfach nochmal. Ja, wieder dasselbe. Also es sind keine Einmalfallen, ja. Haben wir etwas Schweres, was wir vor uns, über uns halten können als Schutz? Die Schilde? Ich glaube, wenn die... Schildwall! Phalanx! Schildkrötenformation! So durchschlagen, wie diese Leiche ist, mit Metallturmschilden vielleicht, aber ich glaube nicht, dass eure Schilde das... Habt ihr ein Ersatzschild, dass wir das mal testen können? Nein. Na, fahren die durch die Eiswüste mit Eisseglern. Da nehme ich keine Jahresration an Schilden mit. Falls mal eins kaputt geht. Gibt es denn irgendwie, kann ich einen Pfad erkennen, dass man an diesen Lichtfallstricken, nenne ich es einfach mal, sich drumherum schlängeln kann? Oder sind die ja wirklich super wild? Könntest du erkennen. Es ist nicht ganz einfach wahrscheinlich, aber man kann da durch, wenn man weiß, wo Lichtfall die Lichtfall liegt. Genau. Ist klar. Ja, dann gut. Versuche ich mal. Meinst du wirklich, dass das sehr weise? Weise nicht, aber wenn etwas so gut beschützt ist, dann ist es entweder wert, gefunden zu werden, oder wir sterben alle. Gut, dann mach doch mal eine Körperbeherrschungsprobe plus 1. Um da durchzukommen. Manche Sachen sollte man einfach ruhen lassen. Ihr wolltet hier rein. Ich jetzt noch meinen Würfel. Verdammt, ich hab eben in der Hand. Ja. Ich würde das dann wohl auch machen, ja? Mhm. Ich würde hier reingefahren, ich tue. Das ist eine Neugier. Nö. Eine 1. Ich denke dann, plus 1 heißt ein Abzug von jedem Talent. Ne? Ja. Ich hab's geschafft! Woohoo! Zwei Qualitätsstufen. Mit nix über, aber ich hab's geschafft. Sehr gut. Drei Qualitätsstufen. Ich bleibe erstmal zurück. Ich sehe den Sinn, gerade nicht weiterzugehen. Mhm. Gut, ihr befindet euch jetzt die es geschafft haben, an der anderen Seite des Raums, und ihr könnt hier diese Tür entdecken, die wohl weiter in das Gemäuer führt. Scheint, ist etwas verborgen, irgendwie scheint sie freigekratzt worden zu sein, irgendwie so. Früher war sie wohl mal verborgen, aber irgendjemand hat daran sich zu schaffen gemacht und hat versucht einzudringen, hat es aber anscheinend nicht wirklich geschafft. Ich würde mir auf dem Weg gerne noch den Streitkolben von dem einen Elfen angucken. Ist ja das einfach nur jetzt eine Form von besserem Holzknüppel oder ist das irgendwie beschlagen? Ja, das ist eine wahrlich gut gefertigte Waffe, würdest du sagen, ein Streitkolben. Ähnlich, sieht ein bisschen ähnlich aus wie die Sonnenzepter der Preiosgeweihten. Ah, genau das wollte ich wissen. Alles klar. Hm? Nasir, ja. Ist dir aufgefallen, dass diese Elfen verdammte Ähnlichkeit mit den Kunden von Prios geweihten haben und übrigens auch Sonnenzepter tragen? Ja, aber das passt nicht, weil Elfen sind von Natur aus magiebegabt. Prios hasst von Natur aus alles, was magiebegabt ist. Du, ich habe nur meine Beobachtung. Ja, also ich behaupte fast, dass die irgendeine Art von Tarnung sich angelegt haben. Ich habe keine Ahnung. Kannst du? Kann es nicht vielleicht sein? Also jetzt, ich hab jetzt nicht wirklich viel Ahnung von Göttern, ne? Da scheinst du ja mehr Ahnung zu haben. Kann es nicht vielleicht auch sein, dass Prios auch mal von den Elfen verehrt worden ist? Aber dann war es nicht der magiehassende und inquisitionsdurchführende Prios, den wir heute haben, bin ich mir sicher. Naja, auch da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber, ich meine, man hört, also,
ich habe schon im Tempel öfter Geschichten davon gehört, dass sich ja auch bei den Göttern was verändert. Die Geschichte von Mada, Fex, die leben ja auch, genau wie wir. Kann es nicht vielleicht sein, dass Praios nicht immer so... Ja, der war früher mal... Natürlich, natürlich. Nur eine Vermutung, nicht böse nehmen. Das hier ist ja auch wahrscheinlich schon etwas länger her. Ja. Vielleicht hat er in den Kinderschuhen mal mit Magie rumexperimentiert, hat sich die Finger verbrannt und mag seitdem nicht mehr. Tja. Wer weiß. Liegt im Bereich des Möglichen. Ihr steht jetzt auf jeden Fall auf der anderen Seite des Raumes, vor dieser verschlossenen Tür. Valion ist noch nicht bei euch, ihr seid zu dritt. Der Rest der Crew winkt euch von der anderen Seite zu. Also ich traue mich da nicht durch. Sagt der große, schwere, verschlossene Tür, großer, starker Torwaller. Ich glaube... Schaffst du das? 1+1 macht kaputte Tür. Schaffst du das, Jalte? Keine Ahnung, das werden wir dann wissen. Mach mal einen Kraftakt plus 1. Also, Kraftakt plus 1. Ja. 4 Qualitätsstufen. 4 Qualitätsstufen. Dann seht ihr, wie die Muskeln von Jalte anschwellen, als er sich gegen diese Tür zu, diese wohlmögliche Tür zu stemmt und hört ein Rumpeln und Rattern und ein Quietschen, wie Stein auf Stein oder Eisblock auf Eisblock reibt. Und langsam, ganz langsam schiebt Jalte mit aller Anstrengung seines ganzen gewaltigen, muskulösen Körpers diese Tür nach innen hinein und sie schwingt dann auf dem letzten Metern in die rechte Wand ein. Na, das wäre doch mal ein Beiname. Torebrecher! Torbrecher. Jalte Torbrecher. Gut gemacht, Junge! Ruft Raluf darüber. Hat er von mir! Ja, vor dir entdeckst du eine Treppe, die weiter hinunterführt. Und möchtet ihr jetzt den Weg fortsetzen alleine? Ja, Waffe und Schild, ne? Mhm. Denke ich, geh voran. Ja, und ihr kommt am Ende der Treppe wieder in einen Raum, der viel, viel größer ist als die anderen Räume bisher. Eine halbkuppelförmige Kammer. Und in der Mitte dieser Kammer könnt ihr ganz riesig prangend ein riesiges Schiff sehen, was dort aufgebaut ist. Mit allem drum und dran. Segeln, Rudern, Eiskufen. Also ein Eissegler. Und hinter dem Schiff könnt ihr, weil es eine Halbkuppel ist, im Halbkreis mehrere Throne entdecken. Und irgendwas ist auch noch an der Wand, mehrere Platten oder sowas sind in die Wand eingelassen. Und mitten auf dem Schiff kann man einen großen Altar erkennen, auf dem irgendetwas liegt. Der Raum wird spärlich beleuchtet von irgendeinem diffusen Licht, was aus der Kuppel selbst zu kommen scheint. Und den Raum in ganz merkwürdiges dimmendes Licht taucht. Das ist sehr beängstigend, vielleicht macht ja jeder mal eine Mutprobe, ob er da irgendwie jetzt weiter will. Oder auf jeden Fall Aberglauben hat die Alte, glaube ich, ja, ne? Ja, aber ich habe eine Mutprobe gemacht und dick was über. Ah, von dir aus schon, sehr schön. Das mag ich. Also, die Alte, ich würde zumindest mal den anderen berichten wollen, was hier zu sehen ist. Hä? Ich hab, willst du wieder zurück, oder was? Nun, irgendjemand muss ja Bericht erstatten. Wir können ja jetzt nicht uns denken, noch, wir wären desertiert und hätten Gold gefunden. Die Zwergin würde uns an der nächsten Ra aufknüpfen. Ich pack Nasir am Kragen. Du bleibst hier. Ich werde nicht ohne dich weitergehen. Irgendwer
bei Sinnen muss bei mir bleiben. Auf Fianna kann ich da nicht zählen. Die rennt immer sofort auf alles Magische zu. Macht sie das jetzt übrigens auch? Aber hallo, ich habe die Mutprobe geschafft. Ich bin neugierig. Ich will wissen, was das ist. In dem Moment zeige ich einfach. Ich bin schon längst weg. Dann, siehst du, was ich meine? Dann betritt Fianna diesen Raum und entdeckt auch die unglaublich filigran bemalten Wände um sich herum. Auch die Kuppel über euch ist bemalt. Und diese Throne, die ihr hinter dem Schiff von der Tür aus nur ein wenig sehen konntet, sind alle besetzt. Auf den Thronen sitzen wie erstarrt elfische Gestalten mit prunkvollen Gewändern, und auch Waffen haben sie bei sich. Kostbar aussehende Schwertern mit Edelsteinen besetzt. Und du siehst dann halt hinter den Thronen an der Wand halt noch Platten aus Eis geformt. 25 mal 25 Finger ungefähr sind diese Scheiben, die hinter diesen Thronen noch sind. Ja, und oben auf dem Eissegler, obendrauf, auf diesem Altar, liegt auch eine Gestalt, die am prunkvollsten ausgerüstet ist von allen. Ein riesiges Schwert also die Hände auf der Brust verschränkt hat und ein Schwert haltend. Eine Leiche liegt da wohl, eines Elfen. Hat die, wie gesagt, die Arme verschränkt, das Schwert auf der Brust. Neben ihm liegt eine Bahre mit einem Schild und einem Jagdbogen. Und auf dem Stein, der neben diesem Altar steht, kannst du in deinem jetzt ganz... Ja, du kannst ja die alte elfische Sprache nicht, aber die neue auch nur ganz brüchig vielleicht. Kannst du ein paar Zeichen erkennen? Kannst du sowas wie Bruder, Turm, Fluch, Sturm und Herz, Glück und dann das Zeichen für Zerzahl sehen. Das scheint, mehr kannst du nicht entziffern. Okay. Ja, spannend, Mensch. Ja, spannend, Mensch. Ja. Also, ich laufe da weiter rum und gucke mir das alles ganz genau an, immer mit dem Buch in der Hand und dem Stift, und skizziere Dinge und schreibe ein bisschen was auf. Und ja, wo das jetzt gerade so spannend ist, finde ich, können wir an dieser Stelle... Pin die Zeichen ab. Können wir an dieser Stelle einen Cut machen. Ja. Wir sind zweieinviertel Stunden ohne die missglückte Einführung, sind wir 2,25 Stunden dran, und ich denke, ihr könnt natürlich auch weiterspielen, wenn ihr noch Zeit habt. Also, möglich ist es. Nee, also vernünftig wäre es nicht. Ich muss morgen arbeiten. Das sehe ich nämlich genauso. Wir haben es jetzt 23 Uhr gleich, und ich finde die Stelle jetzt gerade mit der Fianna, die da durch dieses Gemäuer hopst und alles aufmalt und abmalt. Nasir, der eigentlich gar nicht rein will, und Hjalte, der versucht, ihn hereinzuzerren, während die anderen oben noch im Gang stehen und hin und wieder herüberrufen: Und was habt ihr gefunden? Ganz gut, ja. Ja, ich bin gespannt, wie ihr dann beim nächsten Mal euch dort wiederfinden werdet und was ihr dort entdecken könnt. Ja. Und ich fand die Episode heute sehr schön mit den ganzen alten elfischen Anspielungen und den, es sind schon historische Entdeckungen, die man da macht. Vor allem mit den Kraftlinien haben wir schon angesprochen. Und viel ist ja nicht bekannt über die alten Elfen, und vielleicht gebt ihr den Anstoß, dass dieses Wissen wiederentdeckt wird. Und vielleicht ist das der Sinn eurer Mission gerade. Ihr sollt ja das Geheimnis des Himmelsturms entdecken. Und vielleicht seid ihr gerade dabei, die ersten Teile dieses Geheimnisses schon zu entschlüsseln. Wer weiß das schon? Wir werden es herausfinden beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Filiasson-Saga mit Pölle, mit Leopardin 202, mit Enigmon und mit Mischka und natürlich mit dem Guali. Danke, dass ihr das nachseht, weil live konnte das ja jetzt keiner sehen.
Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal wieder live streamen können und mein Internet dann wieder ein bisschen besser mitspielt, weil das war heute ziemlich schlecht. Ich denke, das ist auch wegen den ganzen Schneemassen da draußen, die hier bei uns liegen, gar nicht so einfach für die Telekom, hier eine vernünftige Leitung hinzukriegen. Ja, ich verteidige die Telekom hiermit, ja? Habt ihr gehört, alle? Telekom, falls ihr das hier seht, ich verteidige euch. Macht, dass das Internet schneller läuft. Ja. Die letzten Worte des Streams, das ist ja kein richtiger Stream, der Aufzeichnung gebühren allerdings wie immer den Spielern. Irgendwelche letzten Worte? Ja, vielen Dank. Du hast das mal wieder großartig geleitet, Koali. Man kann sich super reinfühlen und vielen Dank auch meinen Mitspielern. Ich finde, wir haben eine großartige Stimmung heute aufgebaut. Und ja, eine der besten Episoden, die wir bisher hatten. Okay. Ich beneide ja den Jalte nicht um seinen Job jetzt, ne? Jetzt so objektiv betrachtet, ne? Als Charakter ist er natürlich voll die Spaßbremse, aber also aus Charaktersicht, aber was willst du machen, ne? Bin gespannt, wie er das nächstes Mal löst. Also lasst uns gleich einen Termin finden, damit es weitergehen kann. Im schlimmsten Fall lasse ich dich da, wenn du sagst, du willst da weitermachen. Wenn das so weitergeht, ist mein Buch voll, bevor wir im Himmelsturm angekommen sind. Das könnte passieren. Dann kannst du nicht noch mehr schreiben. Das könnte passieren. So ein bisschen Indiana Jones Tempel des Todes Feeling gerade. Ja, in der Tat. Mit den Fallen und so weiter, nur der bußfertige Mann und so weiter, dann lassen wir das. Ja. Die Flucht vor dem großen Felsen fehlt, ne? Ja, vielleicht kommt das ja noch. Unbedingt. Müssen wir noch einen Becher aussuchen, aus dem wir trinken müssen. Ja. Ja, vielen Dank, gut. Vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank, dass du zuguckst. Wenn du mehr von solchen Rollenspielsachen gucken möchtest, da oben läuft ein Ticker durch, wo die Adresse, wo wir Streamer uns organisieren, da findet ihr einen Kalender, wo jeden Tag ein neuer Stream von irgendeinem System angeboten wird, von DSA, wie wir es hier machen, über Shadowrun, über Splittermond, WoD-Zeugs. Momentan läuft auf dem Nordpol eine Aktion mit Detektivabenteuern aus verschiedensten Systemen. Vielleicht interessiert euch sowas, dann guckt ihr da mal rein. Und es gibt auch ein riesiges Stream-Archiv, wo tausende von Stunden vielleicht inzwischen schon sich angesammelt haben an Streams, wo ihr die nächsten 4-5 Jahre verbringen könntet, wenn ihr die alle anguckt. Auch Leute, die noch viel, viel tollere Sachen machen als wir hier. Und schaut da mal rein und guckt euch um. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wann wir das nächste Mal streamen? Ungefähr in einem Monat wird das sein. Wann genau, könnt ihr auch auf dem Nordpol nachgucken. Bis dahin hoffe ich, dass das Internet wieder besser wird. Und bis sonst, macht's gut. Tschüss. Ciao.